Genau. Also das wird jetzt nur ein Screencast. Und Genau, ich hoffe mal, dass die Aufnahme so funktioniert. Hey! also die Fellow Jitzer können, wenn sie auf den Namen klicken, irgendeinen anderen Namen angeben, irgendeinen frei gewählten Namen. Wenn man einfach auf seine Kachel klickt, auf den Namen, dann hat man so ein Eingabefeld. Genau, wir haben jetzt 9 Sessions am Laufen. Der Server ist bei 75%, 66% im Moment. Okay, ich schätze, viel mehr werden wir auch nicht, oder? Sollen wir langsam offiziell anfangen? Hast du deinen Screen geshared oder schaue ich gerade falsch hin? Ich hoffe, ich habe meinen Screen geshared. Ja, genau. Gut, dann fangen wir an. Läuft das OBS? Das OBS läuft. Sehr gut. Wunderbar. Und ja, dann hallo alle zusammen. Ich erzähle euch heute was über Elm. Und erstmal, was ist Elm? Naja, Elm ist so eine Programmiersprache für Webanwendungen ist ziemlich ähnlich zu StandardML, wer das kennt. Das tun hier wahrscheinlich viele Leute aus dem Curry Club und wenige Leute aus der Coreware, wenn ich hier auch ein paar dabei habe. Und wir setzen aber nichts voraus, sondern fangen einfach so mit Elm an. Elm ist so mittlerweile 9 Jahre alt, glaube ich, also gibt schon relativ lange. Aber hat sich natürlich ziemlich stark entwickelt in letzter Zeit. Also ist immer noch eine brandaktuelle Sprache. Und die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man so eine neue Programmiersprache anguckt, ist, naja, warum soll ich denn Elm verwenden hier? Was bringt das? Und der erste Grund ist, das Ganze ist komplett type-safe und statisch typisiert. Das heißt, es fliegt euch nicht erst irgendwann nachts um 3 in Produktion um die Ohren, sondern ihr seht gleich beim Kompilieren, ob das Ding läuft oder nicht, wobei natürlich läuft nur heißt, dass es keine Exceptions oder so schmeißt. Wenn ihr Fehler könnt ihr natürlich immer noch einbauen. Dann ist das Elm auch einfach super schnell. Dadurch, dass es halt eine funktionale Sprache ist, ist es auch komplett pur, also ihr habt keine Seiteneffekte oder so. Und man kriegt damit, zumindest laut den Benchmarks, die ich gesehen habe, wirklich deutlich schnellere Anwendungen hin. Und die Assets sind auch sehr klein, einfach weil man sehr viel optimieren kann. Viel mehr, als wenn man jetzt irgendein x-beliebiges JavaScript-Framework verwendet. Ja, und dann zum Schluss ist es noch kompatibel mit JavaScript. Man kann da ziemlich viel Interop machen. Das ist also super praktisch, wenn man das in irgendwelche bestehenden Sachen einbinden will. Man kann zum Beispiel, man muss nicht gleich das ganze System in Elm schreiben. Ja, ihr könnt irgendwie eine einzelne Komponente erstmal in Elm bauen. Und beim Rest noch eure alte React-Anwendung haben. Und das geht also alles. Wer ist überzeugt? Ja, klingt, wir müssen natürlich noch programmieren. Und Klingt erstmal gut. erstmal gut, ja. Ist natürlich die Frage, warum nicht? Weil die Sache hat natürlich immer einen Haken. Und der Haken ist das. Der Busfaktor, ich weiß nicht, wer den Begriff kennt, aber der Busfaktor sind die Anzahl der Menschen, die maximal von einem Bus überrollt werden können, bevor das Projekt tot ist. Und bei Elm war dieser Busfaktor lange Zeit 1 und ich glaube, ehrlich gesagt, er ist immer noch bei 1. Elm wurde von Eben Czaplicki, wenn ich den Namen richtig ausspreche, gebaut und der war und ist der Hauptcontributor von diesem Projekt. Und ich glaube, ohne den hat das Projekt ernsthafte Schwierigkeiten. Aber da möchte ich nochmal widersprechen. Der Busfaktor ist doch bei Vue nicht anders, oder? Ja, ich meine, je nachdem, ob das eine relevante Entscheidung ist, kann man sich natürlich irgendwie ein Framework raussuchen, was einen größeren Busfaktor hat. Ja, wenn ihr irgendwie React verwendet, dann das hat, schätze ich, einen größeren Busfaktor. Ich habe nicht verstanden, welches andere Projekt genannt wurde. Vue. Vue, Ach, irgendwo das in. ist auch eine Person dahinter. Aber Genau. im Prinzip, das geistert ja seit Jahrzehnten rum mit dem Busfaktor. Ich bin eigentlich systematisch jetzt, also das gilt ja für Isabel noch viel schlimmer, weil da zwei Leute aufeinander stehen und wenn die wegfallen, geht es nicht mehr weiter. Und das machen wir in der Konstellation seit Jahrzehnten. Und ich verwende ja einerseits, also eben PolyML unten drunter, wo eben diese eine Person, der David Messus, alles macht, seit 35 Jahren, und andererseits die Java-Plattform, wo irgendwie Tausende von Leuten dran rumbasteln. Und
Und dann sind die Sorgen bei der Java-Plattform manchmal größer gewesen als bei der anderen Seite. Also das, ja. ist so, das sind so Anekdoten. Und wenn wir so Ein-Personen-Projekte haben, zum Beispiel FontForge, war ja auch so ein ganz herausragender eine Person eigentlich. Und da ist er, glaube ich, in Ruhestand gegangen und er ist zurückgetreten. Und da sind jetzt auch Leute, die das dann unabhängig von ihm weitermachen. Und das, sowas kann natürlich auch bei Elm funktionieren. Vor allem jetzt, wo es auch mittlerweile ziemlich verwendet wird, auch von verschiedenen Unternehmen. Also, aber das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Ja. Wenn man jetzt irgendwie die Business-Entscheidung treffen möchte, im Unternehmen schreibe ich jetzt eine neue App in React oder Elm, dann kann das durchaus eine Entscheidungsgrundlage sein oder ein Problem sein. Ich kenne das unter dem Namen Truck Number, also Busfaktor. Man versteht zwar, was gemeint ist, aber war mir jetzt nicht geläufig. Okay. Also Hit by a Bus, ich kenne das auch so in dem Bus-Sprachgebrauch. Wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten, ich musste mir das auch immer anhören und eigentlich seit 10 Jahren oder 15 Jahren muss ich das mir nicht mehr anhören, weil das einfach selbstverständlich geworden ist, dass wir so eine Situation haben. Ja. Manche sagen auch, der Busfaktor ist die Anzahl der Personen, die gleichzeitig im Bus fahren dürfen. Also kann man so oder so sehen. Genau. Nee, ein anderer Grund, noch nicht Elm zu verwenden, ist zum Beispiel, ihr wollt eigentlich nur was bauen, was schön aussieht, was aber jetzt nicht irgendwie viel Funktionalität braucht. Aber bei allem anderen kann man eigentlich Elm als Programmiersprache mittlerweile echt gut empfehlen. Und wir schauen uns das Ganze heute mal an. Und ich habe noch eine Slide, das ist die letzte. Die hat aber allerdings ein paar Animationen. Dann geht es auch gleich zum Hacken. Aber wir wollen erstmal kurz verstehen, wie das überhaupt funktioniert mit einer rein puren Programmiersprache im Browser und so weiter. Also hier seht ihr einen handelsüblichen Browser. Und hier als Sinnbild, hier innen drin, die Fläche, da drin läuft Elm. Und das Außenrum, das ist die Außenwelt. Und was haben wir in Elm? Wir haben erstmal ein Modell, das ist, da sind alle unsere Daten drin. Dann schreiben wir eine Funktion in Elm, die aus diesem Modell HTML generiert, beziehungsweise es generiert erstmal eine HTML-Repräsentation in Elm und die wird in einem Browser weitergegeben und dann sorgt das System dafür, dass das Ganze auch im Browser gerendert wird und angezeigt. Und genau, das macht die Elm Runtime im Endeffekt und das hat halt wieder Auswirkungen auf den Browser. Dann können natürlich Sachen passieren, ja, wenn ihr so im Browser rumklickt, dann wollt ihr auch irgendwie Interaktion haben. Und was passiert ist, dass Messages ausgelöst werden. Und also der Browser sieht, okay, der Button wurde irgendwie angeklickt und dann sagt der Browser, okay, dann schreibe ich dann eine Message raus und die seht ihr dann in eurem Elm-System wieder. Und wenn ihr so eine Message sieht, dann wollt ihr natürlich irgendwie eure Anwendung updaten. Das heißt, wir schreiben eine Update-Funktion, die nimmt das alte Modell, nimmt die Message, die gerade reinkommt und baut daraus erstmal ein neues Modell. Und dann ist natürlich klar, das neue Modell wird wieder zurückgeführt und wir haben so eine State-Update-Loop. Aber ihr schreibt nicht die Loop in Elm, sondern die Loop kommt von außen und ihr schreibt nur euer Modell, eure Messages und halt die Funktionen Update und View. Und eine Sache fehlt noch, was wir nämlich bisher noch nicht haben, ist irgendwie Interaktion mit anderen Sachen, zum Beispiel mit dem Backend. Das ist ja häufig irgendwie relevant. Was man da noch hat, sind Commands. Das heißt, ihr könnt in eurem Update spezifizieren, dass eure Elm-Laufzeit ein Command absetzt. Ein Command ist irgendwas, was mit der Außenwelt interagiert und dann sorgt die Runtime dafür, dass zum Beispiel euer Backend-Request ausgeführt wird. Und das Ergebnis von diesem Command ist natürlich wieder irgendeine Message. Ups, wahrscheinlich zu weit. Ist wieder eine Message und ihr könnt euer Modell wieder updaten, wenn irgendwann das Ergebnis von dem Command zurückkommt. Also das ist eigentlich ein super klassisches Model Update View Pattern hier und wird aber hart von der Sprache enforced. Es gibt noch ein paar Erweiterungen, das hier ist nicht komplett vollständig, aber so ungefähr läuft das ab. Okay, und dann würde ich sagen, schauen wir und gehen wir direkt in den Code rein. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? No. Das Ganze liegt in diesem GitHub-Repository. Ja. Vielleicht eine Frage. Also dieses Diagramm, das du gerade gezeigt hast, mit Zustand, Anzeige und Update, ist es irgendwie hart eingebaut in Elm oder ist es nur so ein Stil, wie man halt Elm benutzt? Das ist super hart eingebaut und das sehen wir gleich.
Also um mit der Browserwelt irgendwie zu interagieren. Ich kann ja auch sagen, ich mache was ganz was anderes, aber irgendwann muss ich dann irgendwas ausgeben oder was eingeben, oder? Nee, noch viel härter. Wenn ihr eine Anwendung starten wollt in Elm, dann müsst ihr eine Update- und eine View-Funktion übergeben und eine Beschreibung von einem Modell und ein erstes Modell und einen Typ für eure Messages. Da kommt ihr nicht rum. Aber ich glaube, das wird alles klar, sobald wir uns den Code angucken. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Du hast die Runtime ja außerhalb vom Browser eingezeichnet. Also wenn ich jetzt eine Anwendung in Elm schreibe und die irgendwie an einen Nutzer ausliefern will, was muss ich denn dann alles ausliefern? Diese Runtime, die ist natürlich nicht außerhalb vom Browser, aber die ist außerhalb von unserem Elm-Code, den wir schreiben. Das ist Zeug, was der Compiler halt für uns generiert. Also Elm wird auch erstmal nach JavaScript kompiliert, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Und das wird mit ausgeliefert. Also wenn ihr ein Hello World schreibt in Elm, dann ist das erstmal 5000 Zeilen lang, weil natürlich die ganze Elm-Runtime dafür gebraucht wird. Also unoptimiert. Aber dafür wächst es dann nicht besonders stark. Also wenn ihr dann einen neuen Elm-Code schreibt, dann bleibt eure Anwendung schön klein. Und vor allem, wenn ihr es dann noch optimiert und minified und so weiter, dann kriegt man da schöne kleine Anwendungen hin. Und man sieht das wunderbar. Genau, ich habe einen Link zu dem GitHub-Repository von dem Talk reingestellt. Da ist im Endeffekt alles drin, wo wir heute durchgehen ungefähr, oder zumindest was mein Plan war. Wir müssen uns nicht in den Plan halten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ruft sowieso rein. Und wenn wir irgendwas anderes machen wollen, als was ich irgendwie geplant hatte, dann können wir das natürlich auch machen. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Ich habe schon ein paar Packages installiert. Einmal habe ich den Elm-Compiler installiert. Das ist also dieses Elm-Package hier. Ich habe Elm-Init. Nein, stimmt nicht. Ich habe Elm-Format installiert. Das ist ein NPM-Package. Damit kann man seinen Code autoformatieren lassen. Dann sieht das schön aus. Und ich habe Elm-Live installiert. Damit kann man... Das ist so ein Hot-Reloading-Ding, damit kann man ganz gut entwickeln. Ich zeige ganz kurz, wie das hier in meinem Editor hier in IntelliJ konfiguriert ist, für die auch irgendwie IntelliJ benutzen. Da sind irgendwie hier die Pfade drin und viel mehr passiert nichts. Also falls ihr IntelliJ benutzt, Auto-Format über Keyboard-Shortcut funktioniert nicht, ihr müsst Run File and Save anklicken. Genau. Und wir starten ein neues Projekt als erstes. Das geht direkt über Elm init. Vielleicht erstmal dieses Ding hier entfernen. Und dann fragt er mich, okay, möchtest du jetzt wirklich gerade ein Elm-Projekt anlegen? Sage ich ja. Und wenn wir nachgucken, wir haben hier ein neues Elm-Projekt. Das ist erstmal nur so eine Elm.json und ein Source-Ordner, also noch kein File. Die elm.json, die beschreibt euer Projekt prinzipiell, und in den Source-Folder können wir jetzt ein main.elm anlegen. Und dann müssen wir hier dem IntelliJ noch sagen, dass das auch wirklich unser elm.json ist. So. Genau, und ein Hello World kopiere ich mal kurz, das habe ich nämlich schon vorbereitet. So. Und dann gehen wir nacheinander durch die Dinger durch. Und zwar, wir fangen unten an. Das hier ist erstmal die View-Funktion. Die Schrift ist ehrlich gesagt ein bisschen klein. Das ist durchaus richtig. Ich weiß gar nicht, hat sich das zurückgesetzt? Kann man es lesen? Also für mich geht es so. Jetzt? Jetzt ist es okay. Du kannst so groß machen, wie du möchtest. Und wenn wir auch nur ein Zeichen sehen. Okay. Genau, gucken wir uns das mal kurz an. Da sind nämlich genau die Sachen drin, die ich gerade gesagt habe. Also einmal dieses View, das zum genauen Syntax kommen wir gleich, aber das ist im Endeffekt hier eine Funktionsdefinition, ein Update, ein Message, ein Init, das ist das erste Modell, und ein Typmodell. Und dann, was ich vorher meinte, wenn ihr eine Elm-Anwendung baut, dann müsst ihr irgendwo so eine Zeile mitgeben und da übergebt ihr die Funktion. Also
die Browser, diese, das Element, was wir hier bauen, ist eine Browser-Sandbox. Das ist einfach nur so eine Startanwendung. Da kann man auch andere Sachen machen, zum Beispiel eine Application oder ein einzelnes Element oder so. Und der müssen wir genau diese drei Funktionen übergeben. Also das ist Boilerplate, den braucht ihr. Und wenn wir so ein Main.elm hat, dann können wir das auch ausführen. Und zwar gibt es den Elm-Reactor. Der ist standardmäßig in dem Elm drin. Und damit können wir uns, wenn wir hier auf Source Main.elm klicken, können wir unsere Elm-Anwendung starten. So direkt mitgeliefert. Aber das ist nicht so gut. Das kann kein Hot Reloading. Das kann nur direkt Main.elm kompilieren. Das kann nicht irgendwie mit HTML noch Sachen machen und ist insgesamt nicht so toll. Das heißt, wir wollen, bevor wir anfangen können, Elm zu schreiben, wollen wir noch kurz die Anwendung drumherum bauen. Und zwar brauchen wir noch eine Index.html, in die wir unser ganzes Projekt einbetten wollen. Und die kopiere ich auch mal, weil sie auch mal gleich ist. Ist wieder klein, ich sehe es. So, das hier ist so eine etwas größer als minimale Index.html. Da ist nicht viel drin. Da ist einmal hier ein Bootstrap-CSS drin, weil ich gerne hätte, dass die Sachen ein bisschen schöner aussehen. Das ist aber nicht notwendig. Und da ist ein Main.js drin. Das werden wir noch erzeugen. Das wird das kompilierte Elm sein. Dann ist da hier so ein Div drin, was App heißt, und ein Skript, was einen einzigen Befehl hat, und zwar elm.main.init mit diesem App-Element hier. Und das heißt, das initialisiert die Elm-App auf diesem App-Element. Und das ist im Prinzip unsere ganze Anwendung. Ihr könntet prinzipiell auch das Elm einfach nach HTML compilen, dann baut er so ein Ding automatisch mit dem Code schon drin, dann könnt ihr es einfach im Browser öffnen, aber wir machen es gleich mal ein bisschen schöner. Wir binden es so ein und dann können wir Elm live verwenden, um das direkt zu, vielleicht sollten wir es erstmal compilen, Elm make, und ich muss noch die Source main.elm angeben und dann den Output. Und das ist in dem Fall main.js. Und ihr seht, mein Elm-Compiler baut mir das Ganze, baut aus meinem Main-File einen main.js. Dann dürfte der sich, auch nicht mehr beschweren, dass das File nicht da ist. Und das können wir jetzt immer automatisch machen, wenn sich irgendwas geändert hat mit elm-live. Das heißt, ich rufe auf elm-live mit den gleichen Argumenten, source main.elm. Und dann übergebe ich dem noch ein paar Flags. Ich sage einmal, er soll es direkt öffnen. Er soll eine Startpage ist index.html. Und ich muss außerdem noch die Compiler-Flags spezifizieren. Sonst weiß der Compiler gar nicht, was er bauen soll. So, also Output ist main.js. Und anders als den Elm-Reactor kann ich das auch mit einem Debugger gleich starten, wenn ich will. Machen wir aber erstmal so. Und ihr seht, unser Hello World ist immer noch da, sieht aber jetzt ein bisschen schöner aus, weil Bootstrap CSS da ist. Und wenn ich jetzt in den Elm-Code gehe und hier was ändere und Speichern drücke, dann ist das sofort da. Hot Reloading funktioniert, alles wunderbar. Genau, dann gehen wir mal die Anwendung hier durch. Also das hier ist die View-Funktion, die obere Zeile ist der Typ. Das heißt, hier definieren wir, okay, wir bauen hier eine Funktion View, die hat den folgenden Typ, nimmt ein Modell, gibt ein HTML-Message zurück. Was das HTML-Message ist, gucken wir uns später an, aber für jetzt ist das erstmal dieser HTML-Typ in Elm. Und dann die nächste Zeile ist der Funktions-Body, also Video-View, und dann als erstes die Argumente, hier in dem Fall einfach ein Model. Und dann ein ist gleich. Und dann hier drin ist die Expression, die ausgeführt wird, wenn die diese Funktion aufruft. Und in der Expression, also das Ergebnis soll sein ein HTML-Message. Und wir verwenden diese Funktion Text. Und falls ihr den Typ lesen könnt an der Stelle, ich gucke mal gerade, ob ich das irgendwie größer kriege, weil das natürlich gar nicht so cool ist.
Und so, kann man das jetzt lesen? Ah, ich muss hier drin scrollen, alles klar. So, dann seht ihr nämlich hier die Dokumentation von diesem Ding und insbesondere den Typ, der ist interessant. Und die Textfunktion nimmt einen String und gibt euch ein HTML-Message zurück. Wobei Message hier der Typ ist, den wir hier haben. Und dann als Beschreibung, just put a plain text in the DOM. Das heißt, damit erzeugen wir ein HTML und da steht genau dieser Text drin. Elm ist rein funktional. Ja? Wie ist der Typ HTML-Message zu lesen? Also ist HTML der Typkonstruktor oder Message der Typ? Genau, der HTML ist der Typkonstruktor an der Stelle. Eigentlich wollte ich da erst später drauf angehen an den Typ, aber Message ist hier die Typvariable und HTML der Typkonstruktor, das heißt, der ist generisch über den Typ Message. Aha. Und diese Message-Typen. Mehr Haskell-Syntax als ML-Syntax generell, gell? Ja, kann man so sagen. Haskell-mäßig auch, ne? Und der Typ Message, den haben wir hier oben geschrieben, das ist unser eigener Typ. Ach so, ja, danke schön, ja. Deshalb gibt es den. Und der Message-Typ, das HTML braucht einen Message-Typ, weil das HTML ja irgendwelche Messages rausschickt und die müssen natürlich auch einen speziellen Typ, einen bestimmten Typ haben. Und deshalb übergeben wir dem HTML an der Stelle einen Typparameter. Das ist der Hintergrund. Genau. Und hier drin haben wir eine Expression, das ist also rein funktional und dann gibt es natürlich für Strings auch irgendwie String-Operationen. Das heißt, ich kann hier irgendwie Strings mit ++ konkatenieren. Und sowas schreiben. Vielleicht auch ein Komma einbauen, dass man auch sieht, dass sich was geändert hat. Ach ja, die Website kann ich natürlich auch noch größer machen. Dann sieht man die auch noch. Wunderbar. Es gibt in Elm auch Pipes, also solche Dinger, die könnt ihr verwenden, wenn ihr euch die Klammern sparen wollt. Und dann wird das, dann passt die Operatorpräzedenz, also das hier hat niedrige Präzedenz, das heißt, die beiden Dinger sind getrennt und das, was ihr hier zusammenbaut, wird dann da reingesteckt. Das ist insbesondere praktisch, wenn man irgendwie verschachtelte Sachen hat und so. Kannst du mal schnell auf die Definition der Pipe gehen, was da sonst noch in dem Fall dann zu sehen ist? Ja. Okay. Das ist jetzt hier die Infix-Definition und das ist die tatsächliche Definition. Ja. Und, aber das Wichtige ist halt die Präzedenz an dem Ding. Das macht ja an sich nichts, das wendet nur die Funktion an. Ja. Na, es ist sehr interessant. Also diese Pipe, die stammt ja von uns. Die hat Tobias Nipko letztendlich erfunden. Also ich hatte das vorgeschlagen damals als Student und er hat das Symbol erfunden. Ich habe das mit Don Syme zusammen mal ausgekaspert, weil der das in F-Sharp übernommen hat. Und diese Notation geht, und bloß haben wir die nicht nach links, wir haben die nur nach rechts. Ja. Bei uns ist sozusagen alles klarer orientiert. Aber es ist interessant, wie dann gewisse Ideen so offensichtlich sind, dass die weitergereicht werden. Aber der hat jetzt dann nicht noch diese eher monadischen Pipes von uns hat er nicht, gell? Der hat nur die einfachen. Es gibt noch andere Pipes, aber da kommen wir später dazu. Und diese Pipes könnt ihr in beide, die gibt es in beide Richtungen. Also gibt's nicht nur nach links und auch. Darf ich kurz fragen, was das sowohl für Kompositionen ist? Also das was? Ich meine, es gibt zwei in zwei Richtungen, aber wie schaut es aus? Nochmal. Die Funktionskomposition? Der Operator, der zwei Funktionen verknüpft. Eine von A nach B, eine von B nach C. Der Kompositionsoperator, es gibt den Compose hier. Ah ja, sehr schön. Ja. Und Compose L, S, B, C, A, I. Und das war jetzt Pfeil nach links, Compose L, ne? Genau, anders. Also okay, ja. Ich denke, dann gut, ist der. Ich approve. Das passt meiner Meinung nach. Okay. Da wollte ich jetzt gleich dazu. Ich glaube, das ist für die Leute, die funktionale Programmierung nicht so gewöhnt sind, ein bisschen verwirrend. Ignoriert das erstmal. Wir kommen da vielleicht später nochmal drauf auf diesen Kompositionsoperator. Für die, die natürlich schon jahrelang im ML arbeiten, ist das ein bisschen langsam.
aber damit müssen wir leben. Genau, minus minus macht einen Kommentar, wie man unschwer erkennen kann. Multiline-Kommentare machen wir mit so Dingern. Und wenn ihr einen Doc-Kommentar haben wollt, dann macht ihr hier noch einen Strich dran und dann könnt ihr hier euren Doc-Kommentar schreiben. Doc-Kommentare können so ein bisschen Markdown-Syntax und können andere Sachen referenzieren, aber ich glaube, das ist erstmal nicht so wichtig. M ist übrigens auch sehr opinionated, was die Anzahl der Leerzeichen und so angeht. Und das Elm-Format würde ich auf jeden Fall für jeden empfehlen, der Elm schreibt, weil das nämlich euch alles genauso zurechtrückt, wie es zu sein hat. Und damit schreibt ihr gleich idiomatisch kommentierten Code. Finde ich sehr gut. Genau, die Update-Funktion, die macht nicht viel anderes, bis auf, dass sie zwei Argumente hat. Und Funktionen werden natürlich gecurried. Das heißt, ihr steckt hier eine Message rein und dann bekommt ihr das hier zurück, also eine Funktion von Model nach Model. Und dann könnt ihr euer weiteres Model reinstecken und die Argumente schreiben wir hier hin, dann im Body. Ich glaube, das ist alles ganz klar. Sind die Signaturen zwingend? Nein, die sind nicht zwingend. Außer in manchen, also der Elm kann prinzipiell Typinferenz. Ich werde sie hier mal die meiste Zeit über hinschreiben, einfach, dass man mir folgen kann, ohne dass man irgendwie selber die Maus in der Hand hat und sowas machen kann. Also du hast ein ML-Typ-System da drin, da ist nichts Komplizierteres. Genau. Typen als nächstes. Hier seht ihr, hier ist mein Typ. Type definiert erstmal einen Typen mit Typkonstruktoren, mit normalen Konstruktoren. Das heißt, ihr müsst zwingend hier am Anfang einen Namen für einen Konstruktor hinschreiben. Und dann kann der Rest vom Typ folgen, hier in dem Fall nur ein String. Wir können hier Tag Union Types hinschreiben, also hier oder ein anderer Konstruktor und dann irgendwie andere Datentypen und der nimmt hier zwei Ints. Es gibt auch Records, wie man hier sieht. Und, du hast ja bei dem Hello World keinen Hi stehen gehabt, oder? Bei dem Hello World stand der für die Message kein H. Nee, das war der Text. HTML-Text war das. Die Message haben wir überhaupt nicht verwendet hier und das Update, das macht ja auch nichts, außer das Modell zurückzugeben. Das ist im Moment noch komplett unused. Aber ich wollte schon mal drin haben, dass die Struktur da ist. Dass man die sieht. Und genau, dann haben wir Records. Records sind nur Typ-Aliasse, also keine neuen Typen, sondern die Signatur ist im Endeffekt das Ding. Das hier ist der Typ und das nennen wir bloß Model. Wir schreiben die hier so hin mit irgendwie Name, Doppelpunkt Typ, Underfield und Elms Camel Case, also so zum Beispiel. Die Typ-Aliasse definieren auch einen Konstruktor, das heißt, aber einfach nur für Convenience. Das heißt, dieses Model hier ist auch eine Funktion, die die beiden Argumente nimmt und daraus ein Model erzeugt. Das heißt, was wir hinschreiben können, ist hier statt der Syntax, bei Records können wir einerseits damit erzeugen, oder wir schreiben halt, das ist ein Model und übergeben dann die Argumente. Und das ist oft ein bisschen kürzer und schöner. Könntest du das Wort Model da jetzt auch durch die Record-Syntax ersetzen? Ich könnte das Wort Model hier auch ersetzen. Hier natürlich nicht, aber das ist völlig valide. Im tatsächlich angewandten Konstruktor nicht. Also der Record ist dann kein Konstruktor. Nein, das hier ist ja nicht der Typ, sondern das hier ist der Konstruktor, weil das Model auch noch eine Funktion Model definiert. Ich kann hier natürlich auch hinschreiben, Field ist gleich Value, other Field ist gleich bla. Das ist alles erlaubt. Also genau, diese zwei Models da sahen zwar gleich aus, aber waren verschiedene Namensräume. Ne? Das eine war ein Typ, genau. Und das andere ein Namensräume. Das eine war ein Typ-Alias und das andere ist eine Funktion, eine Konstruktorfunktion. Und Record-Update-Notation? Ja, kommen wir später dazu, aber gibt es natürlich auch. Können wir natürlich auch gleich machen. Record-Update funktioniert so.
Ihr schreibt erst das, den Record hin, den ihr updaten wollt, dann eine Pipe und dann die Felder, die ihr updaten wollt. Damit updaten wir halt das eine Feld. Also wenig überraschend. Wie liest man das denn eigentlich? Das liest man so, wir haben ein Model, wobei das eine Feld gleich der anderen Value ist. Und sonst könnt ihr aber natürlich auch irgendwie sagen, okay, wir bauen einen komplett neuen Record, wo das Feld gleich Model, mein Feld ist Model 2 und Other, wie habe ich es genannt, Other Field ist Model Punkt, ist gleich nicht Doppelpunkt, Model Punkt Other Field. Das ist die eine. Das haben wir eine Selektkonnotation auch gleich gesehen mit dem Punkt. Also der hat die ML-Records aufgeräumt. Ja, also es nimmt Inspiration von vielen verschiedenen Sprachen, wie ML, Haskell, aber auch so ein bisschen, ja, vor allem das. Aber ja. Und ich finde die Sprache insgesamt sehr schön. Also es ist sehr gut gebaut. Okay. Typen haben wir. Haben wir irgendwas vergessen? Ach ja, genau. Ihr könnt natürlich auch hier zum Beispiel einen Record reinsetzen oder so. Also das muss nicht, ihr müsst nicht immer einen Record einen, als Typ-Alias definieren. Ihr könnt auch hier gleich irgendwie String sowas machen. Was ich natürlich in der Regel keine gute Idee ist, weil ihr wahrscheinlich irgendwo diesen Typ nochmal hinschreiben müsst und dann wollt ihr lieber einen Namen dafür haben und eine Beschreibung, was das ist. Aber prinzipiell geht's. Gibt es Record-Map-Operationen? Select und Update, hast du so also Map? Wie meinst du Record-Map? Der Map-Kombinator, das würde man in Haskell Lenses nennen dann. In Isabel machen wir das ja auch ständig, also dass man den Selector und den Map-Kombinator definiert. Du kannst dir natürlich Lenses hinschreiben, aber ich glaube, für Records gibt es keine, die automatisch erzeugt werden. Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Doch, es gibt für Felder gibt es schon Lenses. Also Punkt Field ist zum Beispiel eine solche Lens. Also Field ist Punkt Field. Nein, ich wollte ein Update rein. Punkt Field Model. Ja, das geht auch. Oh, also die Lenses sind hier wesentlich fester eingebaut in die Sprache als in Haskell, ja? Weil es hier automatisch, oder? Ja, genau. Nee, Moment. Die werden erzeugt, aber es gibt keine Map-Kombinatoren oder so. Das ist nur die Lens, die das Feld aus dem Model extrahiert. Also der, okay, also... Ja, also das ist der Selector. Das ist nur der Selector. Das ist nur der Selector. Also ich wollte einen Map-Kombinator für das Feld haben. Es gibt keine Update-Lenses. Also ja, also das hat er weggelassen. Ja. Aber das ist, ich meine, es ist immer so Design. Also er will ja, er wollte wahrscheinlich dann mehr Leute ansprechen und nicht, also mehr ansprechen als vergraulen. Genau, die Sprache ist zwar funktional, aber sie ist wirklich so einfach wie möglich und so lesbar wie möglich gehalten. Und zwar, ich glaube, die Idee dahinter ist, dass auch Leute, die neu in funktionaler Programmierung ist, trotzdem sehr schnell Elm-Code lesen können. Ich glaube, das ist so eine der Motivationen dahinter, dass man das, dass das nicht nur ein kleiner Kreis von Leuten benutzt, die sowieso Haskell und StandardML und so weiter verwenden, sondern dass das wirklich jeder lesen kann und dass eine Sprache ist, die man einfach gut verwenden kann, ohne dass man jetzt abstrakte Konzepte kennenlernen muss. Außer vielleicht Higher Order Functions, aber ich glaube, das ist auch das einzige abstrakte Konzept, was aber auch irgendwie klar ist. Genau. Dann habe ich in dem Fall fast alles erklärt. Genau, es gibt natürlich ein Modulsystem noch, das ist aber maximal simpel gehalten. Am Anfang vom File schreibt ihr immer euer Modul hin. Dann schreibt ihr hin, was von außen sichtbar ist. Punkt, Punkt heißt alles. Wenn ihr hier explizit, also die Main sollte alles exposen, wenn ihr hier irgendeinen Typ hinschreibt, also nicht ein Typ-Alias, sondern ein Typ, dann werden die Konstruktoren bei Default nicht exportiert. Da müsst ihr also auch noch einen Punkt, Punkt dran schreiben. Solltet ihr also das mal sehen, das ist die Syntax, das ist halt ähnlich wie Haskell. Jetzt
exportiere ich also auch diese Dinge. Und Import funktioniert genauso. Ich importiere ein Package und expose halt Namen aus diesem Package. Hier HTML, Text, Browser. Ja, und ich glaube, damit haben wir das Ding durch. Ist da noch irgendwas unklar? Nee, wunderbar. Okay, dann wollen wir mal irgendwie was... Type-Alias, ist das mit den Records verheiratet oder ist das nur so ein Pattern, dass man das zusammen... Nö, das ist nur so ein Pattern. Ich kann hier auch ein Int reinschreiben. Ja, okay, ich stecke alles andere fehl, aber das würde gehen. Dann kriege ich so ein Alias, also ich habe dann so eine Konstruktornotation, um eigentlich nur normal den anderen Typ. Also wenn ich jetzt Model 42 hinschreibe, ist das ein normaler Integer. Das hier, genau, das ist ein normaler Integer. Also irgendwie Radius gleich Model 42. Ah, nee, stimmt nicht. Die Konstruktoren werden nur für Records erzeugt. Also 42 ist jetzt ein Model. 42 ist ein Model, ja. Also der ML oder Haskell-Typ-Aliase, das ist ja dann also wirklich nur ein Name für... Stimmt gar nicht. Nur Typen groß sein? Ja, das ist es. Danke. Ja, das. Okay. Ich würde mal sagen, wir bauen mal irgendwas. Und ich hätte mal gesagt, wir bauen eine To-Do-App, weil man das irgendwie immer ganz gerne macht. Und am besten, wir fangen mal mit dem Model an. Also ich hätte gerne irgendwie eine To-Dos, die ich mir anzeigen lassen kann und irgendwie anlegen und vielleicht abhaken. Das ist so der Plan. Und das heißt, ich schreibe erstmal einen Typ für To-Do hin. Das ist übrigens nicht, wie Elm formatiert ist, sondern Elm ist eher so formatiert. Das heißt, ich will irgendwie einen Flag haben, ist das Ding schon abgehakt. Ich will einen Title haben, und dann will ich vielleicht noch eine Description haben. Und davon soll bitte eine Liste in meinem Model gespeichert werden. Das heißt, ich habe hier To-Dos und jetzt neuer Typ, hier List. Und zwar von To-Do. List hat also wieder... List ist ein Built-in, das heißt, ich kann nicht in die Definition reingehen. Aber List hat wieder einen Typparameter als... einen Typparameter von einem Datentyp. Und das ist also eine Liste von To-Dos. Das Model braucht noch ein paar mehr, weil wir auch To-Dos anlegen wollen. Das heißt, wir wollen noch irgendwie im State speichern, wie unsere Textfelder aktuell aussehen. Das heißt, wir sagen create title, was ein String ist, und create description. Und dann wollen wir mal eine schönere init-Funktion bauen. Also erstens soll das unser erstes Model sein. Und dann wollen wir da erstmal eine leere Liste angeben. Oder beziehungsweise ist es vielleicht smarter, wenn wir gleich mal ein paar To-Dos anlegen. Eins, was erledigt ist, und zwar die Hello World. Plain Hello World. Ja. So. Und das zweite ist eins, was wir noch nicht erledigt haben, das ist Build-To-Do-App. Oder Titel-To-Do-App, Description, Build-To-Do-App. Okay, das ist unser Init. Message lassen wir erstmal raus, würde ich sagen. Und kümmern uns erstmal darum, das To-Do, was wir jetzt hier gebaut haben, anzuzeigen. Also die Datentypen sind JavaScript-Datentypen, muss man sich mal vorstellen dann.
die Daten und so weiter, ist ein JavaScript-String, List ist ein JavaScript-Array oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, die Datentypen sind alle Elm-Datentypen. Was wir dann damit machen, oder also ich meine, sie werden natürlich zu JavaScript-Datentypen kompiliert, aber das ist uns ja im Endeffekt erstmal wurscht. Weil wir ja daraus dann irgendwie HTML generieren und oder eine Beschreibung von HTML generieren und dann kümmert sich die Runtime darum, dass daraus echtes HTML wird. Also ist das eine normale ML-Const-Liste, nicht ein Array, was man rumkopiert? Im Hintergrund ist es natürlich ein Array, aber aus Anwendungssicht vom Elm ist es erstmal eine, kannst du es hinschreiben als Const-Liste. Wäre dann vielleicht nicht mehr so effizient, aber du kannst es machen. Du könntest auch so eine Liste bauen, ja. Also die Strings sind aber JavaScript UTF-16 Strings. Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, aber ich schätze schon, ja. Also im Endeffekt werden natürlich alle Typen, die es in JavaScript gibt, so einmal gemirrored nach Elm. Das ist auch klar. Benutzt JavaScript standardmäßig UTF-16? Leider ja. Also die Sprachen aus der Zeit sind alle UTF-16. Das ist ja bei Haskell auch das Problem, als das Text aufkam. Das sind alles Legacy. Weil man unbedingt die Code-Dateien doppelt so groß machen will, wie sie eigentlich sein müssten, oder warum? Ja. Es war halt damals, das war so ein klassischer Irrtum des Mainstreams. Hat man gesagt, so, jetzt machen wir das allumfassende Codierungssystem mit 16-Bit und dann können wir alle Zeichen der Welt codieren und dann haben wir eine 1-zu-1-Mapping vom Charakter zu Speicherlocations und schenken uns, da hatte man ein bisschen mehr Speicher, hat man gesagt, wir gönnen uns das. Und das war ein Schuss in den Ofen. Ich weiß noch genau, als das aufkam. Und die Sprachen aus der Zeit haben das halt alle. Ich glaube, ehrlich gesagt, im JavaScript-Universum stürzt niemanden, wenn Strings doppelt so groß sind. Okay, wir wollen eine View-Funktion. Ich glaube, dass ich mit Integers doppelt so lang. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass sie doppelt so groß sind, sondern dass es am Ende dann doch nicht gehalten hat. Ne? Also wenn man wenigstens was davon hätte, dann wäre es ja okay, aber das hat dann halt auch nicht gereicht. Genau. Also es hat nicht gereicht und dann kamen diese Surrogate-Sachen da raus und dann hast du ein ganz komplexes System. Und ich hatte ja diesen Flatlove-Menschen, der dieses tolle Look and Feel, das ist ein Crack, der seit 15 Jahren so GUI-Sachen macht und der wusste nicht, dass es Surrogates gibt. Und ich wollte ein geschwungenes A haben und es ging aber nicht. Und dann hat er mir das aber innerhalb von einer halben Stunde gemacht, dass das funktioniert. Okay. Gehen wir wieder zurück zu Elm und schreiben mal eine View-Funktion für unsere To-Dos. Also irgendwie, wir wollen eine Funktion view-to-do, die nimmt ein to-do und gibt uns ein HTML zurück. Und was brauchen wir? Im Endeffekt wollen wir ganz gerne einen Input haben, irgendwie am Ende. Und hier, also wenn wir uns das mal in HTML angucken, dann hätten wir hier irgendwie so einen Input und dann steht da drin Types Checkbox. Und so weiter. Und im Endeffekt sind all diese HTML-Elemente als Elm-Funktionen hier gespiegelt. Das heißt, ich kann schreiben Input. Das kommt natürlich aus, und das weiß es direkt, das kommt natürlich hier aus HTML. Und dem übergebe ich, also diesen HTML-Elementen übergebe ich mal zwei Listen, und zwar einmal eine Liste an Attributen und dann einmal eine Liste an Children. Also Attribute Children. Das Attribut ist Type. Type clasht natürlich so ein bisschen mit dem Type, das es hier schon gibt. Das heißt, hier haben wir Type Underscore. Und dann geben wir dem Ding jetzt wieder die Checkbox mit CK. Und kriegen hier so das Input, was wir haben wollen. Genau, wenn wir da jetzt noch Text drumherum haben wollen, dann baut man hier in HTML, oder zumindest kann man das so machen, so ein Label, wo das drin steckt, als erstes Element und als zweites Element ist dann Text drin. Formatierung ist noch ein bisschen kaputt. Das sieht besser aus. Als Text jetzt irgendwie den Titel von dem To-Do und dann Doppelpunkt und die Description. Und
Und brauchen wir noch was? Naja, wir können das Ganze noch in einem Div verpacken. Wieso eigentlich nicht? So, also das ist jetzt halt so ein in Elm geschriebenes HTML-Element, was diese Dinger nimmt. Das macht noch nichts außer anzeigen. Wir müssen es hier noch in unserer View-Funktion verwenden. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach nur die Model.todos nehmen. Das ist eine Liste an To-Dos und die können wir alle mappen mit der ViewTo-Funktion. Und jetzt kriegen wir also eine Liste an HTML-Elementen zurück. Das heißt, wir können wieder ein Div bauen, was diese Liste hier nimmt. So, schön getrennt. Und tatsächlich haben wir hier am Ende, man sieht die Checkboxen nicht so gut, weil die nämlich nicht mit, die werden hier nicht gescheit mitskaliert. Aber ihr könnt sie ja erahnen und ich kann mal draufklicken. Und ihr seht, die werden irgendwie angehakt, aber sie sind natürlich in unserer App nicht angehakt oder verbunden oder irgendwas, sondern das sind einfach nur die HTML-Elemente, die sich halt so verhalten wie HTML-Elemente. Und Elm verhindert das erstmal nicht, aber wir haben auch noch nichts davon, weil wir das, ja, wir machen noch nichts. Wir können natürlich den State setzen. Das können wir hier gleich mal machen. Und zwar müsste das so checked, das Attribut checked sein, dafür gibt es eine Funktion und ob es checked ist, ist dann der Wert von dem todo.done. Und wenn ich dann neu lade, zufälligerweise ist das, aber daran liegt das nicht, sondern einfach weil halt beim Erzeugen wir das eine auf true gesetzt haben, ist das jetzt defaultmäßig checked. Aber ich kann es noch unchecken. Also das sehe ich ja nicht im Typsystem, wenn ich das vergesse oder übersehe, das Typsystem hilft mir dann nicht. Nee, das ist ja kein Typfehler in dem Sinne, wenn du damit nichts machst. Das ist ja völlig valide. Dass ich eine sehr starke typisierte Web-Applikation mache. Also das ist hier relativ basic eigentlich, so wie ML ursprünglich mal gedacht war, dass das jetzt nicht so überbordend ist, dass alles typisiert wird. Ja. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist, dass React an der Stelle funktionaler zu sein scheint. Weil wenn man das gleiche in React machen würde, ich glaube, dann könnte man die quasi nicht anhaken. Also dann hätten sie den Zustand fest, den man angibt. Das weiß ich gar nicht aus dem FF, aber wenn das so ist, dann glaube ich dir das. Ja, kann sein. Das widerspricht aber nicht unbedingt der Elm-Philosophie. Also die Elemente sind halt genauso, wie ihr sie baut. Und wenn ihr nicht keine Beschreibung reinmacht, dann haben sie auch da nichts Definiertes. Also, ihr könnt natürlich verhindern, dass es geklickt wird und so weiter. Aber solange ihr das nicht macht, ist das ein ganz normales HTML-Element. Zudem, dass es nicht so strikt typisiert ist, prinzipiell ist Elm gar nicht, wenn es um Attributes geht von HTML, dann ist es, und CSS und so, dann ist es teilweise nicht so sehr typisiert. Also ihr seht, bei Type kann ich einfach einen String angeben, der Checkbox heißt und nicht irgendwie eine typisierte Checkbox. Es gibt Packages dafür, die ersetzen diesen HTML-Typ durch einen eigenen und dann müsst ihr die irgendwie am Ende konvertieren und dann könnt ihr zum Beispiel hier nur noch einen Checkbox-Wert reingeben und nicht mehr den String. Nochmal rein formal. Checked, was ist jetzt checked in der Sprache? Kannst du da drauf hoffen mal? Ist das eine Funktion? Checked ist eine Funktion, die nimmt einen Bool und gibt dir ein HTML-Attribut zurück. Und das kriege ich aus dem HTML-Modul, diese Checked-Funktion. Und das kann ich an einer ganz anderen Stelle reinschreiben, wo dieses Attribut überhaupt nicht erlaubt ist. Genau, fast. Du kriegst es nicht aus dem HTML, sondern aus HTML.attributes. Aber das ist das Modul von HTML. Nein, das habe ich da nicht gesehen, genau. Kannst du da auf die Definition gehen von dem Check? Klar. Und dann sieht das so aus, wie ich das auch machen würde. Und gerade heute habe ich das wieder gemacht. Also so arbeitet man in ML. Ja, und es stimmt auch, der Typ sieht schon oft sehr ML-mäßig aus. Der Code, den man am Ende sieht. Also das Typsystem ist halt ein, das ist so ein, ja, das ist relativ schwach typisiert, das Ganze. Man macht da kein großes Gschieß, auf gut Deutsch gesagt. Genau, weil es auch nichts bringt. Ich könnte ja auch hier irgendwie Checkbox hinschreiben. Also das HTML, was ich rausbekomme, ist ja auch im Endeffekt untypisiert. Und solange ich valides HTML rausgebe, brauche ich ja nicht unbedingt den Typ genauer einschränken. Also kann man auch, wenn man das möchte.
ist aber in Default Elm ohne irgendwelche Packages erstmal nicht so. Okay. Genau, gibt es sonst noch irgendwas da drauf? Was ist denn eigentlich der Cons-Operator? Der Cons-Operator ist einfach so. Das ist der normale ML-Cons-Operator, genau. Ja. Wir haben jetzt ein Eltern-Div-Element, wo wir ganz viele Kinder-Divs drin haben, oder? Genau. Okay. Also wenn ich die Types verwirre, dann schreibe ich das mal so hin für dich. Ich finde diese Klammernotation eigentlich besser. Ich bin da gerade wieder an einem Haskell-Projekt mit Peter Köpke und bei den Klammern hat man den Vorteil, dass man die Hierarchie des Ganzen sieht und wenn man eben keine Klammern möchte, dann schreibe ich das halt nur mit dieser Backwards-Applikation andersrum hin. Dass man aber in der Vorwärts-Applikation die Klammern plötzlich weglassen darf, finde ich also sehr gewöhnungsbedürftig und nicht gerade übersichtsfördernd. Ja, es kommt immer drauf an. Also bei einem Level sind natürlich Klammern auch ganz gut. Sobald es dann viele Level werden, sind Klammern nicht mehr so übersichtlich, finde ich. Naja, man teilt es dann halt auf in Vorwärts, Rückwärts. Und dieses Rückwärts fehlt in Haskell. Also hier in Elm hat er ja beide Richtungen und dann hat man die volle Freiheit. Und bei Isabelle ML ist halt die Entscheidung, dass die Vorwärts, also die Top-Down-Applikation ist mit Klammern, dass man die Hierarchie sieht und die andere ist flach. Und ist sozusagen so eine Asymmetrie, dass das da nicht völlig beliebig gemacht werden kann. Aber er hat sich entschieden, dass er das beliebig macht und bei Haskell fehlt halt die andere Seite. Ja. Was redet ihr gerade? Von was redet ihr gerade? Von wie man Ausdrücke mit Klammern, ohne Klammern und mit oder ohne Pipes und Richtungen schreiben. Klar. Genau, gibt es Dollar? Also man, jeder Haskell-Mensch kennt diese Pipe, die du hattest. Genau. Mal andersrum hin, dass das dann Isabel ML-mäßig ausschaut. Ja. Mit nee, Dollar gibt es nicht. Und ihr könnt auch keine neuen Infix-Operatoren anlegen. Also das muss einem klar sein, Infix-Operatoren sind sozusagen special und vom System gebaut, obwohl es so aussieht, als könnte ich einfach hier Infix, Präzedenz, Operator, Funktion hinschreiben, aber im Usercode geht das tatsächlich nicht. Das hat sich mal... Das ist nur Basics-Elm. Nur Basics-Elm darf das, oder wie ist das? Nur Elm darf das, ja. Nur so also nur das Basics-Teil oder ist... Das weiß ich nicht, da muss man sich mit dem Compiler genau beschäftigen, aber auf jeden Fall keine... Also wir haben gerade über die ersten zwei Zeilen diskutiert vorhin. Und Haskell hat die erste Zeile als Dollar und die zweite Zeile fehlt. Isabel ML hat die zweite Zeile und die erste Zeile lassen wir bewusst weg. Ja, wollen wir nochmal, willst du alle Zeilen nochmal hinschreiben oder ist es allen klar? Ja, die Isabel-Version wollte ich noch sehen, in der anderen Richtung. Mit beiden oder so? Also du pipest das in die Funktion rein. Ja, das muss nicht sein. Also bleib auf der oberen Ebene, dass nur die erste Zeile in der anderen Richtung nochmal dasteht. Das ist die Isabel-ML-Version. Das ist hier ein bisschen eigenartig, dass ich jetzt das Map in das Div reinpipe. Aber das... Meinst du das hier? Also nur rein formal die erste Zeile umdrehen. Ich bin gerade nicht oder bei dir so rum. Das meinte ich und da müssten jetzt die Klammern weg können. Und das würde ich natürlich, ich meine, das ist jetzt eigenartig, das ist einfach von der Ausbalancierung des Textes eigenartig, aber das ist die Pipe, die man in Isabel immer verwendet, ja, wenn man es denn verwendet. Genau, wobei ich finde, ehrlich gesagt, aus dem Elm-Standpunkt würde ich diesen Code nicht so schreiben. Es gibt viel Code, den man mit der Richtung schreiben kann, aber ich würde immer versuchen, den Code so rumzuschreiben, wie rum ich ihn lesen möchte.
Ja, also hier in dem Fall würde ich das auch nie so machen. Ja. Wenn man die Pipe verwendet, also hier, die ist dann halt wirklich sinnvoll und dafür haben wir das eingeführt, weil da wirklich komplexe Sachen waren, die man dann, und in Haskell machst du halt Monaden, Do-Notationen. Ja. Du machst einfach keine Applikation mehr. Genau. Ja, also diese Pipe verwendet man sehr oft, wenn man irgendwie eine größere wenn man irgendwas über Listen hat, dann macht die hier in AIM ziemlich oft Sinn. Wenn ich jetzt, ich nehme meine Model To-Dos und dann es wird das auch ziemlich schön formatiert eigentlich und dann sage ich irgendwie list.mapViewToDo und list.intersperse mit irgendeinem anderen Element und so weiter. Mit dem HR zum Beispiel, mit so einer Ruhe. Ja, genau. Das ist doch so. Dann tun wir das in das Div rein und dann in das Div leer. Ja, wobei ich hier nicht mehr ganz bei dir bin. Also das ist debatable. Also Florian Haftmann würde das so schreiben. Und ich würde es mal dreimal überlegen, aber das ist noch im Rahmen. Okay, dann lassen wir es jetzt mal so. Und weiter M. Genau, wir wollen den Text noch durchstreichen, irgendwie, wenn das fertig ist. Das heißt, wir gehen wieder hier in die View-Funktion, in die View-to-Do-Funktion und berechnen erstmal, ob das Ding durchgestrichen sein soll. Und dafür verwenden wir hier mal let. Also so wie in irgendwie allen anderen funktionalen Sprachen auch, kann ich hier Left-Binding hinschreiben und Item-Style oder so. Und Item-Style soll dann das Ergebnis, also soll den Style haben, ob es durchgestrichen ist oder nicht. Das heißt, ich kann irgendwie machen if to do done, dann ist das ein CSS-Style. Das heißt, ich verwende dafür die Style-Funktion, die macht CSS. Und der übergebe ich einen also die Property und ein Value, das ist also gar nicht mehr typisiert hier. Und wie gesagt, es gibt auch Packages, um CSS zum Beispiel komplett zu typisieren. Und das ist jetzt Text Decoration Line Through oder so. Und ansonsten brauchen wir eigentlich gar keinen Style. Und dann übergeben wir dem Label oder dem ganzen Div. Mal spicken. Ich glaube, dem ganzen Div. Ja. Achso, und das In fehlt. Und das hat nicht funktioniert. Das ist nicht Text Decoration. Doch, es müsste eigentlich Text Decoration Line Through sein. Vielleicht ist es, tun wir es doch mal als Attribut von Label rein. Ah, ja. Ich dachte, es ging mit den Divs, geht nicht mit den Divs. Genau, wunderschön. Jetzt haben wir mal hier zumindest nicht interaktives HTML ausgiebig gemacht. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein paar Messages, dass es dann tatsächlich auch irgendwie was passiert. Und zwar, dass es hier durchgestrichen wird oder nicht. Und dafür brauchen wir mal eine Message. Das heißt, was wir machen wollen, ist irgendwie ein To-Do mal updaten. Und als Message würde ich mal ein Int und ein To-Do übergeben. Und zwar, damit wir in der Liste an To-Dos das entsprechende To-Do nehmen und updaten können, wenn wir denn so wollen. Also das an der Stelle die Message. Und hier können wir jetzt, damit wir das zerlegen, diese Message, die wir hier reinbekommen, einfach ein Pattern-Matching hinschreiben. So. Wir können, also das würde funktionieren, jetzt haben wir Zugriff auf das I und das To-Do. Wir können die Message drin lassen und direkt ein Case-Distinction machen. Das heißt, wir schreiben Case-Message-Off, dann das Pattern und dann so ein Pfeil. Und dann schön formatieren.
Und wenn wir ein To-Do an der Stelle updaten wollen, dann updaten wir das Modell. Das heißt, wir wollen die To-Dos erst die vorherigen Item, die sollen gleich bleiben. Dann hätte ich gerne das abgedatete Element. Und danach würde ich gerne den Rest der Liste haben. Und das funktioniert noch nicht ganz, weil ich hier noch die Liste übergeben muss jeweils. So, das war ein bisschen lang. Man könnte sich wahrscheinlich noch eine Funktion schreiben, die dann das irgendwie, also die ein Listen-Update an einer Stelle quasi so wegkapselt dann, oder? Ist das vielleicht eigentlich einfach? Es wäre nicht ganz unwahrscheinlich, ne? Aber also End-Update, kannst du das Listen, achso, das hast du in der IDE jetzt hier, okay. Ich gucke einfach gerade die Methoden, die hier definiert sind, drauf durch. Ja, aber das sind Funktionen, das sind keine Methoden, sondern Funktionen. Nee, ich bin es aber nicht. Es gibt das in list.extras, aber nicht in der Standardliste. Wollen wir das, ich würde sagen, wir schreiben es kurz selber, oder wollen wir list.extras lieber importieren? Na, ist es ja in Ordnung, wie du es stehen hast. Also das, okay, dann machen wir kurz so. Ja, und diese Listenkomprehension, die hat so verschiedene Möglichkeiten damit Filter und nee, das ist jetzt, was ist das eigentlich? Achso, das ist einfach nur die Liste an der Stelle abgedatet. Das heißt, wir nehmen erst die ersten Elemente, dann tun wir das To-Do rein und dann droppen wir die Anfangselemente. Das ist ja das Feld-Update. Also das Model war ein Record. Ich glaube, wir schreiben es nochmal schöner hin. Update at und List A und hier ist noch ein A irgendwo. So, jetzt auch schön mit Typparameter. Genau, Typparameter müssen übrigens immer klein geschrieben werden. Also zumindest die abstrakten Dinger, die konkrete Typen dürfen nur groß geschrieben werden. Also der Code-Style wird vom N-Compiler auch enforced. Mit IA XS. So. Und Tag I 2x rein. Job I plus 1. So. Jetzt können wir das Ganze Florian Hoffmann hätte jetzt die ersten zwei Argumente als Paar geschrieben, aber dennoch ist es also kanonische Argumentreihenfolge und es scheint, also dass hinten dir Update steht, List nach List. Das scheint also in Elm so üblich zu sein dann, oder? Das ist in Elm super üblich, sonst kann man auch mit den Pipes nicht unbedingt so gut arbeiten, wenn das ja, Haupt... Das hat er von uns gelernt, der hat sich da alle möglichen MLs angeschaut und das hat er von uns übernommen offenbar. Und dann spart man sich diesen ganzen monadischen und Haskell-Overhead, um das dann wieder zu reparieren, wenn das in der falschen Reihenfolge steht. Ja. Ja, ich meine, gute Konzepte kann man gut klauen. Okay. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht geht die zu weit, also nein, im Zweifelsfall kannst du dich auch gerne abblocken. Es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich funktionale Sprachen nicht so gut kenne. Ich würde gern irgendwie wissen, ob man diesen Index irgendwie theoretisch durch was ersetzen kann, was irgendwie mehr Semantik hat quasi. Also man übergibt ja an vielen Stellen jetzt irgendwie so einen Integer und dieser Integer, der hat ja quasi keine offensichtliche Bedeutung als Listenindex und vor allem als Index in dieser Liste, sondern irgendwie, man muss es immer wissen, dass es ein Index in dieser Liste ist. Kann man da auch irgendwie quasi Objekte rumreichen in irgendeiner Form, also oder Referenzen auf Objekte, die man dann stattdessen nimmt zum Updaten, oder? Du nimmst natürlich in der funktionalen Sprache keine Referenzen auf Objekte, aber du kannst zum Beispiel eine Funktion übergeben,
die du irgendwie als Accessor für diese List verwendest. Mit Update wüsste ich jetzt nicht, wie du das machen würdest. Wir können das mal, wir können das aber mal machen. Und zwar mit was, wo es mehr Sinn macht. Und das passt ganz gut, weil das wollte ich so tun. Weil wir jetzt eine. Das freut mich nicht. Genau. Und zwar, was wir bisher noch nicht gemacht haben, ist jetzt irgendwie ein Event rauszuschicken. Aber wir wollen, dass, wenn das Ding geklickt wird hier, dann soll ein Event kommen, wo drin steht, Update an der Position, das To-Do, wo das Flag out of false ist. Ja, und das heißt, was wir machen, wir nehmen unser Input-Element und dann sagen wir dem Input-Element, erstmal kurz formatieren wir das ein bisschen flacher, onClick, was eine Funktion aus HTML in Events ist. Und dem übergeben wir jetzt eine Funktion, Message nach Attribute Message. An der Stelle vielleicht noch kurz Lambdas oder anonyme Funktionen. Anonyme Funktionen mache ich wie in Haskell oder so auch mit dem Backslash und dann Argument. Dann so ein Pfeil und dann den Body. Also das hier ist das Identity Lambda. Identity Funktion. Und genau, nur dass ich das nicht vergesse. Genau. Aber unsere onClick nimmt hier eine Message. Beziehungsweise, stimmt nicht, die Funktion nimmt erstmal nur direkt die Message. Das heißt, wir können hier gleich eine Message übergeben. Sorry, das war dann doch nicht ganz an der richtigen Stelle. Aber jetzt wisst ihr, wie lange das funktioniert. Und die Message an der Stelle ist natürlich ein Update-to-do mit, welchem Attribut. Jetzt müsst ihr irgendwie die View-to-do wissen, in welchem Index sie ist. Und das hatten wir gerade die Frage, das ist super komisch, weil die Update-Funktion, die soll natürlich nicht wissen, an welchem Index sie ist, sondern die soll einfach für das Event jetzt irgendwie eine Funktion nehmen von to-do nach message. Und das müssen wir natürlich auch hier hinschreiben. Wir nennen es mal to-message. Wenn wir damit eine Message erzeugen und dann werfe ich hier gar kein Update-To-Do raus per se, sondern ich sage einfach mal, wenn das geklickt wird hier, dann werf mal so ein To-Message raus und zwar mit folgendem, mit dem To-Do, was wir bearbeiten oder was wir kennen, wo das Done-Flag invertiert ist, also not to do, dann, das ist kein Ausrufezeichen hier, sondern einfach not, weil hat das nicht vielleicht auch im Syntax not? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich glaube, es gibt keinen Syntax für not. Aber wie auch immer, und das ist dann die Message, die du rausgeben sollst. Und hier nehmen wir aber eine Funktion von to do nach message und nicht einen Index. Und in dem Map müssen wir jetzt als ViewToDo irgendwie eine Funktion angeben, die ein ToDo noch Message nimmt. Und außerdem muss ja irgendwie am Ende so ein Update-ToDo mit einem Index rauskommen. Und dafür verwenden wir hier IndexMap. Ja, dann kennen wir den Index. Das heißt, IndexMap nimmt eine Funktion von Int nach A nach B und transformiert dann die Liste. Das heißt, ihr kriegt noch zusätzlich die Position als ersten Parameter. Und die Funktion hier kommt zuerst. Und jetzt wollte ich Lambdas haben, weil ich jetzt nämlich hier so ein Lambda hinschreiben kann. Und warum meckert er jetzt? Irgendwas hab ich vergessen. Hier ist warte mal, weil ich das hier drinnen haben muss, richtig? Und hier brauche ich eigentlich wieder ein Lambda. Ne, ich glaube, jetzt habe ich mich gerade. Guck mal, die Index-Signatur. Was ist von IndexMap die Signatur? Das war zu schnell. Ja, wir machen das nochmal neu. Ich habe mich hier gerade auch Unfug gemacht. Da kriegst du gecarried diesen Integer angereicht.
Genau. Und wir schreiben das erstmal als Funktion und dann schreiben wir das Ganze kompakt dahin. Das heißt, wir kriegen zuerst den Index und dann das To-Do. Und dann wollen wir am Ende die View-To-Do-Funktion aufrufen. Ich glaube, das macht Sinn. Und der müssen wir aber jetzt nicht direkt den Index übergeben, sondern wieder eine Funktion, die ein To-Do nimmt und daraus eine Message macht. Und diese Funktion ist der Konstruktor von dem Update-To-Do mit einem i. Oder vielleicht ein bisschen klarer hingeschrieben, new-to-do und update-to-do i new-to-do. Und jetzt das to-do. Und so funktioniert das auch. Und dann können wir hier tatsächlich klicken und es updatet sich alles. Und das ist natürlich noch grauenhaft, was wir hier stehen haben. Erstens ist es nicht lesbar und zweitens ist es viel zu viel. Also machen wir es mal wieder kleiner. Das heißt, das hier brauchen wir nicht, weil der Konstruktor hier ja erst ein Int, dann To-Do nimmt. Das heißt, es ist schon eine Funktion, die das für uns macht. Das To-Do hier brauchen wir auch nicht, weil das ja am Ende reingesteckt wird. Das heißt, das können wir auch einfach rausnehmen. Und dann haben wir noch hier sowas, was irgendwie ein bisschen hässlich ist. Und dafür können wir jetzt die andere Pipe nehmen und das Ganze kollapsen als view-to-do und das pipen wir dann in update-to-do. Oder anders. So rum, oder? Nein. Na, und jetzt hast du es dann wieder umgedreht. Also das ist zwei Wochen. Dann mach mal, rück das den Pfeil um und dann dreh mal das andere um, weil wir jetzt die außenrum haben wir ja auch die andere Richtung, dass wir nicht die Richtung wechseln. Also wir kriegen den Index angereicht, dann machen wir mit dem Update die Funktion draus und dann schieben wir das in diesen Rest. Also dreh mal das um und den Pfeil. Ja. Und dann haben wir den Isabel-Stil, dass man sozusagen die Richtung da nicht wechselt, während man im Fluss ist. Ja, macht in dem Fall wirklich Sinn. Das stimmt. Also es ist nicht immer so, dass man das so macht. Das ist dann auch Gestaltungsfreiheit. Und deswegen habe ich auch dann nicht zu viele von diesen Kombinatoren angeboten. Er hat das halt jetzt voll symmetrisch. Und dann hast du immer diese volle Wahl für das Ganze. Genau, und wie ich, im Endeffekt so rum, wie man es liest. Wobei ich bin... Nee, vielleicht finde ich es andersrum doch besser, weil ja eigentlich Update-to-do irgendwie ein Argument von View-to-do ist. Ja, also in diesem Fall also ist definitiv beides sinnvoll und man hat ja bei uns, weil wir eben nicht symmetrisch sind, schreib es mal wieder andersrum hin, wie du es vorhin hattest, was du jetzt vorschlägst. Das ist ja einfach die Funktionskomposition der Mathematik und die würde man als so ein Circle da schreiben, so ein Circ. Und weil er das so ganz symmetrisch gemacht hat, ist also in Anlehnung an, vielleicht an Haskell auch oder mehr, oder ich weiß nicht, also und dann bei ihm ist die Notation sozusagen einheitlicher, symmetrischer und dann muss man das da sich dran gewöhnen, aber das geht ja auch. Ja. Also das ist gut so. Das ist gut so, wie es jetzt ist. Ja, ich glaube, so rum passt es. Ja, man muss sich ein bisschen an die beiden Kombinatoren gewöhnen, aber ich finde, man kann den Code, sobald er einmal kompiliert, so oder so sehr gut lesen, weil man irgendwie versteht, was passiert, auch wenn es nicht irgendwie nicht sofort intuitiv klar ist, was wohin geht, aber dass das View-To-Do diese Update. Wenn ich auf dem Pfeil da hovere, diesen Links-Links-Pfeil, da, wenn ich auf den Kompositionspfeil hovere, kriege ich dann den gescheiten Typ angezeigt, oder? Kriege ich den oder kriege ich den nicht? Nee, doch. Du kriegst aber da kriege ich den allgemeinen Typ, kriege ich den konkreten Typ, für den Fall kriege ich nicht, oder? Nee, das unterstützt das Plugin, glaube ich, nicht. Das ist noch ein Qualitätsunterschied. Das hat bei uns einen großen Unterschied gemacht, als wir das dann plötzlich in der IDE hatten. Wenn du solche Wälder von Kombinatoren schreibst, dann verheddert man sich da oft. Und wenn man den Typ dann konkret weiß, dann ist das ein großer Zugewinn. Ja, wobei ich sagen würde, lieber keine Wälder an Kombinatoren schreiben, lieber ein bisschen ausführlicher, dafür lesbarer. Okay. Wir können unsere To-Dos updaten. Jetzt wollen wir sie vielleicht noch irgendwie anlegen. Und das wäre ganz praktisch. Das heißt, wir haben hier, genau, jetzt hat die Notation nämlich schon ein Problem. Ich würde jetzt gern hier noch mehr Elemente in dieses Div reintun. Wie mache ich das? Dann müsste ich hier außen rum. Ich glaube, wir drehen das mal doch wieder um.
und nehme hier die Pipe. Du unterstützt das jetzt nicht, gell, diesen Richtungswechsel, oder? Dass wir ja. Die E-Mails umgedreht haben. Hier sieht man es schon. You cannot mix die beiden ohne Parentheses. Das sind die tollen, custom, netten Fehlermeldungen, für die Elm, glaube ich, nicht bekannt ist. Ja. So, aber finde ich nett, dass es uns anzeigt. Okay. Whoop. Okay, und dann hätte ich gerne hier noch mehr Stuff. Ja, ich muss es doch nochmal klammern hier. Das ist natürlich gar nicht mehr so schön. Naja. Ja, aber dann schreib alles top-down und mach das Interspace wieder andersrum. Das ist eben yeah. Das Problem. Wenn man dann die Wahl hat, dann hat man die Qual der Wahl. Das, ich bin ja auch da ganz schön beschäftigt, ist nur mit unserer Kombination richtig hinzuschreiben. Deswegen frage ich danach, ob die IDE einem das macht. Ja, also ich glaube, wir lassen es jetzt für die Funktion so und merken uns das. Sich vielleicht gar nicht so gelohnt hat. Genau, und zwar hätten wir gerne hier wieder irgendwie ein Div, weil das strukturiert Sachen. Dann würden wir gerne zwei Inputs hinmachen für Textfelder und dann vielleicht noch einen Button, damit man das To-Do hinzufügen kann. Das heißt, wir machen hier irgendwie Input, Button. Button ist natürlich ein neues HTML-Element. Importieren. Das sieht alles noch gar nicht so schön aus, aber es geht schon mal. Im Button können wir jetzt einen Text reinmachen, dass er irgendwie schöner aussieht. Jetzt hat er hier ein schönes Plus. Und die Input, ich weiß nicht, ob wir die Class Text noch Type Text reinschreiben müssen. Ich glaube, es geht auch ohne. Aber ein Placeholder hätte ich ganz gerne. Und das ist erstmal Title, vielleicht Uppercase Title, hier ein Placeholder, Description, wunderschön. Und jetzt habt ihr wieder den gleichen Effekt, dass ihr hier natürlich irgendwie Sachen eintragen könnt. Und das ist aber nicht persistent im Model gespeichert. Also es kann vorkommen, dass ihr irgendwie euer Zeug updatet und das Ding hier, das Element wird neu gerendert und ihr verliert den State, der hier drin ist. Und das kann zu komischen Effekten führen, aber wir sind ja auch noch nicht fertig mit dem ganzen Ding. Also das ist noch problematisch. Also was wir eigentlich machen wollen hier ist, wir wollen immer direkt die Value reinschreiben, die hier drin ist. Und die Value muss natürlich irgendwo im Model stehen. Ach, wir haben es hier schon hinzugefügt. Das heißt, das ist der createTitle. Und die Value ist das Model createDescription. Und ich denke, also das ist zwar eigentlich der Wert, aber ich kann trotzdem irgendwie Sachen reinschreiben, weil wir immer noch nicht ganz connected sind. Aber wenn ich dann jetzt ein Event auslöse, zum Beispiel indem ich hier klicke, dann sind die Sachen wieder weg. Weil es dann neu gerendert wird und hier kommt natürlich dann ein Input raus, was explizit als Value das drin hat, was im Modell steht. Und dann verliert ihr das. Das heißt, wir hätten hier gerne eine Funktion onInput. Erstmal Signatur anschauen. OnInput kriegt also hier eine Funktion, wo ein String reinkommt. Das ist unser Input-String und rauskommt eine Message. Und am besten bauen wir uns dafür mal Messages, Update Title mit einem String drin und ein Update Description mit einem String drin. Und on Input hier wollen wir den Title updaten. On Input von einem anderen wollen wir die Description updaten. Und jetzt haben wir noch den Case Distinction noch nicht angepasst. Deshalb schlägt es fehl, weil wir natürlich hier noch nicht alle Fälle behandelt haben. Das heißt, wir können hier mal es gibt natürlich auch, weil mir das gerade vorgeschlagen wird, ein Underscore für Pattern, was alles matcht. Aber machen wir das mal so. Und hier wollen wir natürlich unser Model updaten. Das heißt, wir nehmen das Model
Und wir hatten hier irgendwo ein Feld, wie hieß das? Create Title und Create Description. Das heißt, wir sagen hier, da ist es auch, Create Title ist gleich, String ist natürlich ein schlechter Name, Title ist viel besser. Title und ähnlich hier im Model Create Description ist die neue Description. So, und jetzt haben wir finalerweise das ganze Ding geändert und das hier bleibt hier alles persistent und ist schön in unserem Model State gespeichert. Das wollen wir uns mal kurz angucken, das ist nämlich eigentlich ganz, ganz cool zu sehen. Und zwar kann ich den, wenn ihr das hier unten seht, ich kann das auch mit minus minus Debug starten. Und dann seht ihr, ich habe hier unten so ein Debug-Ding. Und immer wenn ich irgendwas mache, zählt der hoch, weil der nämlich die Messages recordet, die hier rumfliegen und das Modell jeweils. Und das können wir dann auch ausklappen. Dann sehen wir das hier. So, also hier seht ihr die Messages, die rumgeflogen sind und den jeweiligen Model State. Und hier habe ich auf den Button geklickt. Es wird übrigens auch hier wieder replayed. Also sieht man, wie sich das verändert. Und wenn ich jetzt hier was eingebe, dann ist natürlich mit... Jetzt kann ich hier nichts eingeben. Also das. Du hast quasi einen Debugger angehalten, oder? Habe ich, dann habe ich mich... Ja, tatsächlich, danke. Das war keine Absicht, da zu klicken. Genau. Und hier kann ich jetzt irgendwie New to Do eingeben und ihr seht hier, brrp, wie die, wie unsere Update-Title-Messages reinkommen für jede Änderung und dann jeweils auch, wie sich das Modell ändert. Das heißt, das ist das, was passiert. Wird dann bei jedem Tippen einmal die gesamte Webseite neu gerendert? Sozusagen ja, aber natürlich nicht. So vom Programmiermodell her ja, aber das wird natürlich, also generell hat man ja, wenn man mit Frontend arbeitet, so ein DOM wird nicht komplett neu gerendert, sondern da gibt es ein Konzept, das nennt sich DOM-Diffing, dass also zwei DOMs, dass nur die Unterschiede neu gerendert wird und dann Virtual-DOM-Diffing, dass man gar nicht mal diesen ganzen Baum komplett ändert, sondern dass man spezielle Knoten hat, wo man guckt und das ist insgesamt alles sehr performant. In Elm gibt es dann noch ein extra Ding, was man machen kann. Das ist ein HTML-Lazy. Elm ist ja überall pur und das heißt, man mit HTML-Lazy kann man nur auf die Funktionen von einer Methode, von der Funktion gucken, nur auf die Argumente von der Funktion und gucken, ob die sich ändern und dann berechnet man nicht mal mehr die Funktion, die diesen virtuellen DOM anlegen würde. Und also zum Beispiel, wenn sich irgendwas selten ändert, dann macht das Sinn, das zu machen. Also prinzipiell passiert das und performancemäßig ist das absolut kein Problem. Und ich glaube sogar, dass in so Textfeldänderungen, das ist wahrscheinlich komplett wegoptimiert, da ändert sich überhaupt nichts in dem HTML an sich, außer dass der Browser hier einen Charakter hinmacht. Schätze. Also pur heißt ja, dass die Gleichheit, die wertorientierte Gleichheit dieser Datentypen ist, oder? Wird das dann da verglichen? Mit pur meine ich, dass die, dass der Output von der Funktion nur von den Argumenten abhängt und von keinen Seiteneffekten und so. Die Gleichheit passiert dabei dann über JavaScript-References, weil das einfach schneller ist und im Zweifelsfall ist es billiger, den virtuellen DOM zumindest nochmal neu zu vergleichen, als irgendwie jedes Mal die Werte tief zu unterscheiden. Ist denn der virtuelle DOM irgendwie Teil der Runtime oder ist das quasi, was du gerade gesagt hast, auch in Elm geschrieben oder ist es irgendwie was, was jetzt beim Compiler rausfliegt? Also an welcher Stelle muss man das quasi ansiedeln? Das ist in Stelle Runtime Browser. Ich bin mir aktuell gar nicht sicher, wie viel Anteil davon in modernen Browsern der Browser macht und wie viel das JavaScript. Ich schätze, Virtual DOM Diffing passiert erstmal im JavaScript und dann richtiges DOM Diffing im Browser. Aber da muss ich nochmal genau nachgucken. Das nicht für. Aber ist es das kompilierte JavaScript oder ist es quasi ein extra JavaScript, was dann Elm noch mitliefert? Es gibt nur also ein paar. Ist das quasi aus Elm kompiliertes JavaScript, also quasi ein
eine Elm-Bibliothek, die man einbindet, die das macht und die in Elm geschrieben ist? Oder ist es quasi so, dass, dass nur der Teil in Elm ist, den man quasi selber schreibt und der Rest ist quasi schon in JavaScript von vornherein geschrieben? Also die Frage ist quasi, ob noch mehr Elm-Code kompiliert wird als der, den wir sehen, oder ob, ob der Rest quasi schon quasi handgeschriebenes JavaScript ist. Quasi. Ja. Es wird im Endeffekt genau, also alles an JavaScript, was wir haben, in unserer ganzen Website hier ist in dieser main.js. Und ihr seht, die ist ziemlich groß. Die ist hier 10.000 Zeilen lang unoptimiert. Und da ist im Prinzip die komplette Elm Runtime drin und alle Funktionen, die wir gebaut haben. Ich glaube, weil es unoptimiert ist, heißen die sogar nochmal genauso, wie wir sie gebaut haben. Also wir finden hier unser Update-Add zum Beispiel, was hier gerade steht. Und da drin mit ausgeliefert ist natürlich die ganze Elm Runtime, die dieses Model Update View macht und alles andere, was hier im JavaScript passiert. Das ist alles hier drin. Und das wird eben von unserem Code wird das ganze Ding hier kompiliert. Ist das eine zufriedenstellende Antwort? Ja, was mich interessiert, ist quasi sozusagen, wie viel Elm-Code gibt es sonst noch, den wir nicht gerade sehen, quasi. Also ich meine, ich könnte mir quasi zwei Varianten vorstellen, wie das implementiert ist. Also man könnte, also die Elm-Autoren könnten quasi entweder ganz viel handgeschriebenes JavaScript haben und dann halt den Elm-Compiler, der nur für die GUI zuständig ist, oder es könnte ja auch sein, dass quasi es noch Elm-Module gibt, die das ganze DOM-Diffing und so weiter halt in Elm machen und dann nach JavaScript kompilieren. Und da würde mich einfach interessieren, quasi. Ob die Runtime in Elm oder in JavaScript geschrieben ist. Und genau. Ich glaube, sie ist tatsächlich in JavaScript geschrieben, aber ich muss gestehen, ich weiß es nicht. GitHub Elm. Gucken wir einfach mal. Compiler, Source. Das ist dann irgendwo. Ah, der Elm-Compiler hier ist erstmal, das ist erstmal in Haskell geschrieben. Ja, also das wird irgendwo generiert. Ich weiß es nicht. Muss mal nachgucken. Was ist in Haskell geschrieben? Was war das? Der Compiler an sich. Das Binary, was mir den Code kompiliert. Okay. Das ist nicht in Elm geschrieben. Okay. Gut, das erklärt dann so ein bisschen den syntaktischen Bias, dass das ein Haskell-Mensch war. Ist das dieser Evan, das ist ein Tscheche, oder? Evan Ksaplicki, genau. Und deshalb mal. Also slawische Vorfahren irgendwie. Oder ein US-Amerikaner mit slawischen Vorfahren, oder? Ich dachte, es wäre kein Amerikaner. Aber ich habe mich nicht so genau mit ihm gesetzt. Ich habe einen Vortrag angehört, wo die ja da diese jährliche Convention letztes oder vorletztes Jahr, und das hat mich sehr überzeugt. Also dieser Typ gefällt mir so. Und es erklärt dann auch, warum das so schön designed ist. Ja. Wo wir übrigens am Anfang bei Busfaktor waren, also hier Contributor ist natürlich Ivan hier der Hauptcontributor von dem ganzen Ding. Fabian, vielen Dank für den Tag. War ziemlich interessant. Ich muss leider packen. Alles klar. Mach's gut. Okay. Für den Rest, wir machen erst, also erstmal wollen wir hier überhaupt To-Dos anlegen. Und der Button tut noch nichts. Das ist irgendwie nicht so toll. Das heißt, wir machen das noch kurz fertig und dann gucken wir uns Commands an. Das heißt, wir machen eine Message Create, die passieren soll, wenn der Button gedrückt wird. Und wenn wir createn, naja, dann updaten wir die To-Dos und nehmen die Model.to-Dos und dann tun wir Neues ans Ende. Was brauchen wir? Wir brauchen Done, das ist False. Wir brauchen Title und die Description. Wir müssen, wenn der Button geklickt wird, auch das tatsächlich noch tun. Das heißt, wir müssen hier ein OnClick wieder definieren, wo wir das Create-Event raussenden. Und das war es eigentlich schon. Jetzt können wir hier irgendwie
ganz viele To-Dos anlegen. Wir sollten vielleicht noch die Dinger hier wieder clearen am Ende. Das heißt, wir sagen, unser create-title ist wieder leer und unsere create-description ist leer. Und jetzt ist das wieder, funktioniert das. Ich hätte noch gerne ein onEnter, was aktuell noch nicht funktioniert. onEnter ist ein bisschen nervig, weil es das in der Standard-Library mal wieder nicht gibt. Da müssten wir irgendwie mit Keycodes hantieren, das ist unschön. Aber wir wollen sowieso mal angucken, wie man Package installiert. Und dadurch, dass wir das elm.json-File haben, wo alle Dependencies drinstehen und das alles integriert ist, geht das super einfach. Wir sagen einfach nur elm install und dann gibt es in elm community gibt es HTML extra. Das ist, glaube ich, das Package, was ich haben wollte. Hier. So, zack, ist es drin. Mehr müssen wir nicht machen. Und dann gibt es hier jetzt ein onEnter-Event, glaube ich. Ja, ich finde es auch schon. onEnter wollen wir auch erzeugen, wobei das stimmt nicht ganz. Wir wollen natürlich nicht onEnter von dem Button haben, sondern onEnter von unseren schönen Inputs. So, das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Könnten wir jetzt noch eine Funktion auslagern, die diese Inputs baut, aber sparen wir uns mal. Und jetzt kann ich to do, enter, tut nichts. Das war nicht geplant. Tja, da bin ich mir gar nicht so sicher, woran das jetzt liegen sollte. Sind wir nicht. Wie ist denn das Versionsmanagement des Package Managers eigentlich? Ist das dann Schuss ins Blinde hinein, Sprung ins Vertrauen, dass das funktionieren wird? Das hier, oder wie? Also wie weiß man denn, dass diese Version gut ist? Da könnten ja alle möglichen Versionen angeboten werden. Genau, also wenn ich das ohne Argumente ausführe, dann nimmt es natürlich erstmal die neueste, die mit den anderen Packages, die ich hier habe, kompatibel ist. Und das funktioniert ganz gut. Der Package Manager sucht sich immer eine Menge von kompatiblen Versionen und da gibt es eigentlich wenig Probleme. Also das funktioniert schön. So, warum tut unser Code nichts? Kann man jetzt auf das onEnter reinhovern und sich die Implementierung anschauen? Ja, das können wir natürlich tun. Und wie gesagt, das guckt sich den Keycode an und Keycode 13 ist Enter und das sendet aber irgendwelche JSON-Messages hin und her. Um halt an dieses Key-Up-Event hier zu kommen. Genau. Ich habe einen Verdacht, aber das ist, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es quasi mit dem On-Input irgendwie in Konflikt steht, weil das On-Input ja quasi auch Tastendrücke will, sozusagen. Ja, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Oder sollte zumindest nicht der Fall sein. Ah, ja, wir haben ein ganz anderes Problem. Und zwar ist unser Hot Reloading aus, weil wir hier Ctrl-C gedruckt haben, um elm install auszuführen. Manchmal sind die Sachen einfach. Und weil wir natürlich nichts im Aussehen geändert haben, haben wir nichts gemerkt. Also das hier geht jetzt einfach. So. Es war natürlich klar, dass das passiert. Eigentlich, genau. Also, wir haben eine wunderschöne To-Do-App. Das einzige Problem mit der To-Do-App ist halt, dass sie irgendwie noch insgesamt nichts tut. Also, sie interagiert nicht mit der Außenwelt, sie speichert keine Daten persistent, das ist irgendwie langweilig. Ich würde sagen, also es ist jetzt 10 nach halb 10. Habt ihr Lust, Commands zu machen und wie wir mit dem Backend interagieren? Oder wollen wir lieber irgendwas anderes machen, Software, ein bisschen Patterns angucken, die man noch in Elm hat? Also die Commands würden mich schon interessieren. Wie kann ich jetzt eine SQLite-Datenbank ansprechen oder irgendeine andere? Okay. Genau, dann machen wir Commands. Und ich würde... Die würde ich dann hinterher noch loswerden. Okay, jetzt oder hinterher? Können wir auch gerne hinterher machen. Okay, wie du möchtest.
Ich würde sagen, dann gucken wir uns Commands an, und zwar aber keine SQLite-Datenbank, da habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber einfach mal mit dem Backend reden, HTTP-Request. Das ist SQLite-Datenbank, funktioniert ähnlich, bloß dass es halt dann kein HTTP-Request ist, schätze ich. Und als erstes müssen wir mal aus dieser Browser.sandbox raus, denn was diese Browser.sandbox tut, ist genau nichts. Das ist also wirklich nur für den Start, weil das cannot communicate with the outside world. In diesem Package Browser sind aber auch die ganzen anderen Sachen, die wir brauchen können, zum Beispiel Element oder Document oder was noch? Application. Also Application hat hier noch URL-Händler für, wenn wir URL-Routing haben wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal Element, weil das noch relativ einfach ist. Wir könnten auch Document nehmen, aber das ist, glaube ich, egal. Dann können wir noch Title und Body anpassen. Nehmen wir mal Element. Das passt. Und ihr seht, wir haben noch, die habe ich noch gar nicht erwähnt, eine Subscriptions-Funktion. Was wir bisher noch nicht machen konnten, ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie alle, jede Sekunde unsere Webseite updaten und zum Beispiel eine Uhr irgendwie darstellen, die jede Sekunde eins hochzählen soll, dann haben wir gerade ein Problem, weil da müssten wir irgendwie berechnen, wie viele Elements das braucht. Und das ist natürlich, je nach Computing-Time, dann stimmt das nicht und so weiter. Dafür gibt es Subscriptions. Das heißt, da programmieren wir quasi wieder in der Elm-Umgebung so einen Timer und sagen, okay, also das hat hier den Typ Sub für Subscription, und dann hätten wir einen Sub.Timer und dem sagen wir, okay, alle 30 Sekunden machst du diese Subscription hier, und das ist wieder eine Funktion, die von dem aktuellen Modell, die sich die Subscription holt, das heißt, jedes Mal, wenn sich das Modell ändert, dann können sich auch die Subscriptions holen, die dann zum Beispiel periodisch ausgeführt werden. Also das ist nur, was diese Funktion hier macht. Wir brauchen das aber eigentlich überhaupt nicht in der Anwendung, die wir jetzt bauen wollen, glaube ich. Genau, stellen wir einfach mal um. Browser Element. Wir brauchen, unser Init schaut anders aus. Wir haben auf einmal irgendwelche Flags. Da könnten wir jetzt JavaScript Flags uns übergeben lassen. Wir müssen einen Typ angeben für die Flags. Wir nehmen ja hier Unit Typ, also leer. Und irgendwas, damit müsste das einigermaßen wieder gehen. Das Init muss auch gleich einen Command rausschicken. Das machen wir an der Stelle auch. Nach Modell Command Message. Hier natürlich der Uppercase. Das ist übrigens ein Tuple. Tuple habe ich auch noch nicht angesprochen. Aber ich denke, das ist klar. Und das einfachste Command ist Command None, macht einfach gar nichts sonst. Unsere Update-Funktion müssen wir noch updaten, weil die im Moment ein Model zurückgibt, die muss ein Model und ein Command zurückgeben. Das Command ist erstmal Command None. Wildes Rumgehacke. Okay. Und das ist natürlich vom Typ Command Message. Dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. Was fehlt noch? Ah, die Subscription natürlich. Dann habe ich es gesagt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Bauen wir das mal irgendwo rein, am besten vor die View. Ungefähr. Und wie gesagt, nimmt ein Modell, gibt eine Subscription von mit Message-Typ wieder zurück, macht nichts, gibt eine nimmt nichts Relevantes, gibt eine Sub.None. Also einfach leer zurück. Dann habe ich mich hier irgendwo vertippt. Okay, und das Ganze läuft wieder. Jetzt aber als Browser-Element, und jetzt ist es auch wesentlich spannender, weil wir jetzt immer Commands haben. Wir machen das Modell mal einfacher, was wir haben, und löschen unsere Description wieder raus. So, einfach, dass wir nicht so viel Zeug haben. Und weil das Backend, was wir ansprechen wollen, das nicht unterstützt.
Als Backends, es gibt so ein To-Do MVC Standardprojekt, was man mal in jedem UI-Frontend bauen kann. Und davon werden wir das Backend verwenden. Die sind nämlich öffentlich verfügbar. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie das hochfahren, sondern könnt es einfach Cross-Origin ansprechen. Wir haben keine Description mehr. Und wir haben hier keine Description mehr. Und das ganze Feld kann weg. Das haben wir vergessen. Hier, das dann ist der einfach zu viel. Okay, die App ist einfach geworden. Das tut es eigentlich auch. Und wir wollen jetzt erstmal auf Anwendungsstart, also hier bei Init, wollen wir einen HTTP-Request absetzen und also ein Command absetzen, was ein HTTP-Request macht. Wenn der durch ist, dann wollen wir uns die ganzen To-Dos wieder reinladen. Das heißt, dieser HTTP-Request, der wird uns eine Message zurückgeben und loaded To-Dos und als Daten eine To-Do-Liste, also eine Liste an To-Dos. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns die zusammenbasteln. Es gibt das Package HTTP prinzipiell, das habe ich jetzt auch noch nicht installiert, aber das können wir uns mal reintun. Elm install, das ist Elm HTTP und wir können uns gleich mal Elm JSON und vielleicht Elm URL, keine Ahnung, müssen wir wirklich alle einzeln eingeben? Ja. Ich dachte, man könnte die nacheinander schreiben. Okay, ihr seht, der Dependency Manager, der macht schon Sachen, der sagt irgendwie, okay, das habe ich jetzt schon als indirekte Dependency gehabt und jetzt mache ich es aber halt direkt, weil du es mir sagst. Und das gleiche hier und nicht vergessen, das Ding wieder zu starten, sonst sitzen wir wieder da. Okay, und jetzt haben wir hier ein HTTP-Package, können wir importieren. Passiert hier automatisch meine IDE. Und da können wir jetzt zum Beispiel einen GET-Request abfeuern. HTTP. Können wir das? Können wir nicht. Jetzt. Okay, und dem GET, dem sagen wir erstmal die URL, die wir getten wollen. Und dann hier so ein komplettes Expect-Object. Und der macht dann das Command. Und das heißt aber, was wir jetzt dann machen mit den Daten, die wir bekommen, also irgendwie, was machen wir im Fehlerfall, was machen wir, wenn es funktioniert, wie parsen wir das JSON, das steckt alles in diesem Expect drin. Also machen wir das mal spaßeshalber. Ist gleich Backend. Backend-URL schreiben wir vielleicht mal hier so hin. Backend ist gleich, und das kopiere ich, weil die URL weiß ich nicht auswendig. So. Das, also das ist einfach so ein To-Do-Backend. Da kann jeder drauf schreiben, das kann jeder lesen, das ist offen. Hoffentlich ist es noch online und nicht schon abgestürzt oder so, ich weiß ja nicht. Okay, und dann müssen wir das Expect jetzt verwenden und dafür gibt es wieder ein HTTP-Package ganz viel. Und zwar ein Expect, was wir auch expecten, wir expecten JSON, weil die API ist eine REST-API, das heißt, wir nehmen JSON-Objekte und schreiben die wieder zurück und so und das Ganze über HTTP. Und genau, was will das? Das will hier einmal, dass wir eine Funktion angeben, die was mit dem Ergebnis macht. Das Ergebnis kann entweder ein Error sein, also ein HTTP-Error oder unser Typ. Unser Typ hier ist dann die Liste an To-Dos. Als zweites willst du einen Decoder haben, der nimmt JSON und dekodiert daraus uns unsere Liste. Ups, und dann habe ich es weggeklickt, aber dann ist er fertig. Mehr braucht er nicht. Und genau, das heißt, wir müssen irgendwie überlegen, was wollen wir machen. Naja, eigentlich interessiert es uns gerade hier nicht den Error. Wir sagen einfach, okay, im Error-Fall nimm einfach eine leere Liste. Wurscht. Und das Ganze dann in die, wie haben wir es genannt? Loaded To-Dos. Ja, Loaded To-Dos. Und ja, jetzt wieder die Frage, wie rum?
So rum, oder? Passt das? Oh, das passt. Bin ich sicher. Und das zweite ist der Decoder und den schreiben wir mal extra hin. Das heißt, wir brauchen einen To-Do-Decoder und das ist ein Decoder-To-Do. Decoder müssen wir importieren. Ich glaube, das ist der richtige Decoder, ja. To-Do-List, sorry. Nennen wir ihn To-Do-Decoder. Bauen wir erstmal diesen Decoder und im Endeffekt machen wir dafür so ein Parser-Combinating oder Decoder-Combinating. Und ganz oben hier ist decode.list, beziehungsweise das ist irgendwie decode.json.list, aber schlägt uns auch gleich vor, ich würde gerne json.decode als decode importieren, also wir können Imports auch umbenennen. So. Wir nehmen, und im Decoder gibt es eben so vordefinierte Standardbausteine. Zum Beispiel, ich will einen String dekodieren, eine Liste und so weiter. Ein String-Decoder kann ich auch gar nicht in User-Code schreiben, das geht nicht in Elm. Das heißt, das ist wieder so ein Ding, da muss man auf die Library-Sachen zurückgreifen. Und kann dann aber aus diesen Decodern, die es gibt, sich selber welche zusammenbasteln. Genau, und List nimmt natürlich einen Decoder für A und gibt einen Decoder für List A zurück. Das heißt, jetzt brauchen wir noch einen Decoder für unsere To-Dos, der da reinkommt. Und den bauen wir als nächstes. To-Do hat zwei Felder für uns aktuell, hier ein Done und ein Title. Und das heißt, wir brauchen ein Decode.map2. Ein Map2 nimmt eine Funktion, um aus zwei Werten was zu bauen und zwei Decoder und gibt uns dann den Decoder für das, was wir draus bauen. Das heißt, die Funktion sollte einfach nur der Typkonstruktor von To-Do sein. Der normale Konstruktor von To-Do. Dann wollen wir das erste Feld dekodieren. Decode.field. Dem übergeben wir einfach nur einen String und einen Decoder für den Typ, der da drin ist. Das Field, das heißt completed in dem Backend. Das muss man wissen. Und das ist ein Bool, decode.bool. Mir fällt gerade auf, das wird langsam unübersichtlich. Ich schreibe mal kurz ein To-Do-Decoder. Decoder To-Do. Und tun den Code hier da rein. Und dann ist das super simpel hier. Und der zweite Decoder, der ist das andere Feld, also decode.field, der String, der an der Stelle Title ist, glaube ich, und decode.string. Ich verwende hier immer Punkt, damit es für alle lesbar ist. Natürlich können wir auch einfach alle diese Decoder importieren und dann müssen wir nur noch Field hinschreiben. Also das ist nur, dass man es auch lesen kann, wenn man nicht die Maus in der Hand hat. Also in Isabel ML machen wir ja das immer qualifiziert. Das hat Tobias Nipko auch mal vor vielen Jahren so angefangen und das war eine sehr gute Idee. Ja, immer qualifiziert ist so die Frage. Ich finde zum Beispiel die HTML-Elemente, muss man die wirklich immer qualifizieren? Aber da kann man jetzt drüber streiten. Also ich habe ja jetzt sozusagen mich bewusst für entscheiden müssen, das dann unqualifiziert zu lesen, was du hingeschrieben hast. Man muss dann eben das Div als HTML-Div. Also es ist so eine stilistische und eine Gewohnheitssache. Das sind wieder Sehgewohnheiten. Und es ist halt von Haskell übernommen, dass man das unqualifiziert machen kann. Also kann man drüber streiten. Will ich, glaube ich, heute nicht drüber streiten. Das kann jeder machen, wer möchte. Außer man muss ja an Konventionen halten, dann macht man es halt so, wie man es machen muss. Genau. Ist klar, wie die Decoder funktionieren? Oder ist das noch irgendwie... Und sag doch mal von Decode Field die Definition. Alles klar. Die ist elm.kernel, mach mal. Also Elm ist wirklich eine Sprache für UI und wir schreiben keine Decoder für JSON-Fields in Elm, sondern wir bauen uns einen Decoder für unser JSON-Objekt, aber wir bauen das hier nicht selber.
Wenn wir das selber bauen, dann würden wir das wahrscheinlich sowieso in JavaScript bauen und dann gucken, dass wir es in Name verwenden können. Aber ja, ist an der Stelle natürlich ein bisschen eine unbefriedigende Antwort. Andererseits hat man dann einfach genau das zur Verfügung, was das System einem bereitstellt. Ja, aber das spricht alles wirklich für den Designer. Er hat das genau gelernt, dass man so eine Balance finden muss, was man dann eben an welcher Stelle macht. Und das ist schon richtig. Ja, ich finde es auch gut. Die Sprache macht genau das, was sie tun soll, und sie macht nicht mehr. Und das macht schon Spaß. So, hier noch. Man könnte sich an der Stelle auch vorstellen, dass man irgendwie das JSON quasi erstmal in ein JavaScript-Objekt dekodiert und dann in Elm quasi nicht sagt, ich möchte ein JSON dekodieren, sondern ich habe ein JavaScript-Objekt und möchte das quasi in ein Elm-Objekt dekodieren. Ja, aber dann musst du, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher, wie man das genau dann bauen würde. Du musst ja irgendwie den Elm-Typ-Konstruktor aus dem JavaScript aufrufen. Genau. Ja, im Prinzip genau gleich, würde ich sagen. Also quasi alles, was du da hingeschrieben hast, nur dass es quasi nicht aus JSON kommt, sondern aus einem JavaScript-Objekt. Und das könnte ja sogar so sein. Also ich meine, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es in Wirklichkeit genauso stattfindet, weil aus Performance-Gesichtspunkten macht es halt total Sinn, eigentlich ein JSON komplett zu dekodieren, weil das der Browser halt schon kann. Ach, so meinst du das? Ich schätze, das passiert im Hintergrund. Ja, klar. Mhm. Ich dachte jetzt, du meinst, dass man den Decoder nicht in Elm schreibt, sondern dass man einen JavaScript-Decoder schreibt, der dann dieses Ding ausführt. Ach so, nee, ja, das würde vielleicht auch gehen, aber genau, ja, da müssen genau. Wir JavaScript schreiben, das will man wahrscheinlich nicht. Ja. Das sowieso, vor allem nicht, wenn man eben schreiben kann. Okay, das heißt, wir haben hier unser Call, der abgesetzt wird. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir ignorieren irgendwie jeden Fehler, was natürlich problematisch sein kann, weil wir dann nicht sehen, wenn es jetzt irgendwie nicht geht. Aber es zeigt doch with default die Definition davon. With default, das ist einfach nur, also result ist halt ein Union-Type über OK und Error. Der Typ hat er auch von uns übernommen, offenbar. Es ist ja klar, dass man das so machen muss, gell? Aber der hat, glaube ich, schon unsere Libraries mal angeschaut. Man könnte das ja auch anders nennen. Ja, wobei, das stimmt nicht, also den Namings stimmen nicht ganz. Result, ja, aber das Option heißt zum Beispiel maybe. Naja, da hat er halt von Haskell das übernommen. Also da sind verschiedene Einflüsse zu spüren und er hat sich das alles genau angeschaut. Ja. Ich denke mal aus Interesse, wenn du sagst, unsere, meinst du dann aus dieser Welt? Oder also Isabel ML meine ich da, Isabel ML. Okay. PolyML als Basis? Also die Basis ist PolyML. PolyML ist eine Standard-ML-Implementierung. Isabel ML ist aber sehr viel mehr als Standard-ML. Und da gehören halt so Konventionen dazu, also welche Basisoperatoren und Kombinatoren hat man, auch diese kanonische Argumentreihenfolge und so. Das ist alles Isabel ML. Das ist also so eine Kultur ML zu schreiben, die ein bisschen Tool-Unterstützung auch noch hat. Mhm. Okay. Das funktioniert? Kulturell eingeordnet. Ganz interessant. Wenn wir das Ding ausführen, dann sehen wir, kurz haben wir unsere eigenen To-Dos und dann wird die Liste geladen und die eigenen To-Dos werden rausgeschmissen. Das habe ich gerade noch gebaut. Das heißt, wir können uns mal diese Default-Liste hier wegschmeißen und kompakter machen. So, und jetzt kriegen wir hier eine Liste. Wir wollen natürlich noch was anlegen, sonst ist das ganz schön langweilig, was wir hier haben. Das heißt, im Endeffekt muss unser Create anders funktionieren. Wir wollen nicht mehr ein... was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen eigentlich nicht gleich ein To-Do-Objekt anlegen, sondern eigentlich wollen wir immer, wenn jemand hier was reinschreibt, einen Plus-Button drückt oder Enter drückt, dann wollen wir einen Request schreiben und das Feld wieder leeren. Und dann, wenn dieser Request fertig ist, dann wollen wir das fertig reingeschriebene Objekt wieder laden. Also das ist nur ein Beispielmodell und aus Einfachheit laden wir einfach die ganze Liste neu. Verlieren wir natürlich sowas wie Sortierung, aber das bauen wir mal so. Das ist einfach einfacher als ein sinnvolleres Modell. Ist natürlich nicht das Beste hier, weil man dann immer drücken auf Plus und dann ist es erstmal weg und dann wieder da. Aber ich meine,
Ist jetzt einfach, wird jetzt einfach so sein. Okay, wie machen wir das? Mal gucken. Also bisher haben wir einfach dieses Create hier und das müssen wir im Endeffekt austauschen hier. Also was wir machen wollen, ist nicht mehr irgendwie dieses To-Do hier anlegen, hier anhängen, sondern, also wir könnten natürlich auch das To-Do anhängen und dann die Liste laden, das würde auch gehen. Es geht später nicht mehr, werden wir sehen, aber noch reicht es. Und wir posten wieder was, und zwar an das Backend. Jetzt gucken wir uns mal die Post-Methode an. So, wenn wir posten, dann übergeben wir in dem Record ein Body, also das ist der Payload, und haben einen Expect, der aber im Endeffekt dann nur die, ja, bei dem wir nicht viel machen wollen. Wir wollen nur gucken, wir sind fertig, und dann die eine Load-to-Do-Message rausgeben, die es hier noch nicht gibt. Das heißt, wir müssen erstmal diesen Body bauen, und dafür brauchen wir einen Encoder, beziehungsweise wir wollen ja eigentlich nur ein Feld übergeben. Ich glaube, wir schreiben trotzdem Encoder. Das ist vielleicht am einfachsten. Ich spick mal kurz. Dann das ein bisschen schneller. Ja, wir schreiben mal den Encoder. Also wir brauchen das Gegenstück dazu, to-do-encoder. Und das ist jetzt kein Encoder, sondern das ist eine Funktion encode. Finde ich an der Stelle nicht so schön, man irgendwie anders nennen können. Encode, muss man noch importieren. Das ist sogar noch eine andere. Also ich will erstmal JSON Encode, als Encode importieren. Und ein Encoder ist nicht kein vorgefertigter Typ, in dem Sinne, sondern nimmt das To-Do und macht daraus eine Encode. Oder Encoder.value. Eins von beiden. Das hatten wir doch gerade. Eine Encode.value. Das heißt, wir nehmen das To-Do und jetzt gibt es als Gegenstück zum Decode, gibt es halt auch Encode.Object zum Beispiel. Wir machen daraus ein Object. Das kriegt jetzt eine Liste an encodeten Values und Strings, also Properties im Endeffekt. Das sind Tupels und das Feld hier heißt Title. Und der Value ist ein Encode.String, dem wir natürlich einen String übergeben, und der String ist der to-do.title. Eigentlich brauchen wir hier gar keinen, also wir übergeben der API hier noch nicht direkt das Flag, sondern, und dann reicht es auch eigentlich, wenn wir hier einen String angeben und den direkt übergeben. So, und dann machen wir hier weiter, und zwar ist der Body ein http.jsonbody, das ist an der Stelle das Ding, was aus einer encodeten Value ein Body macht, und dem gebe ich das Encoder, das ist ein schlechter Name, Encode. To-Do model.createTitle. Und dann gucken wir, was wir noch brauchen. So, das letzte ist jetzt das Ding, was die Nachricht rausschreibt, also die Expect-Message. Und was expecten wir? Naja, http.expectAnything im Endeffekt. Git auto. Warte nicht. Wir haben es an irgendeiner Stelle kaputt gemacht. Ich glaube, er kommt nicht damit klar, dass wir es hier kaputt gemacht haben.
Und dann fehlt was fehlt? Das sollte direkt ein Command Message sein, wenn wir das hier schließen. Ich glaube, er will einfach einen Namen haben für das Feld, oder? Nach dem Komma. Ah, ja, okay, danke. So, dann funktioniert das alles. Und ja, wir expecten whatever. Whatever reicht uns. Und kriegen hier so ein Result aus Error oder Nix und soll eine Message rausgeben. Es gibt die Always-Funktion als Identity-Funktion. Und wir sagen Always, hey, load mal die To-Dos, weil wir das noch erzeugen müssen. So. Das ist also die Anweisung, mach das mal. Und load To-Dos macht nichts am Modell und führt aber das Command aus, was wir vorher schon mal gebastelt haben hier im Init. Und das kann man als Funktion natürlich hinschreiben, load to-dos, das ist ein Command-Message, load to-dos gleich das hier. So, load to-dos. Okay. So. Und ich glaube, haben wir alles? Ich glaube schon. Probieren wir es mal aus. New to do. Und man sieht nichts, aber wenn man es neu lädt, ist es wieder da. Das heißt, wir haben das jetzt aus ins Backend geschrieben, wenn wir hier was machen und kriegen es wieder zurück. Wir können es anklicken, das ist natürlich noch nicht persistent. Und was wir eigentlich machen wollen, ist auch, wenn wir es anklicken, dann wird es aus dem Backend wieder gelöscht. Da können wir jetzt einen Delete-Request schreiben an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das vielleicht spannender was anderes zu machen oder wollt ihr den Delete-Request auch noch bauen? Also wegen mir braucht man den nicht. Kannst du nochmal überhaupt dieser Service, was genau ist das? Da gettet und postet man irgendwas? Kann man da eine Session kreieren oder wie funktioniert denn das? Nee, das ist einfach eine super simple API. Du postest eben dieses JSON, was wir zusammengebaut haben, oder gettest das und das ist einfach persistent und fertig. Da gibt's keine, also wir kommunizieren quasi gerade über diese To-Do-App mit der Welt sozusagen. Ja, wenn genau. Jetzt jemand anders das auch benutzt, mischt sich das, dann kriegen wir dann die fremden To-Dos plötzlich rein. Ja, das ist richtig. Da müssten ja Millionen von Leuten, oder ist das so unbekannt, dass... Ich schätze, die werden einmal am Tag geklärt oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir können natürlich... Auf jeden Fall lustig und es ist merkwürdig, dass da noch nicht irgendwie ein Haufen Spam einfach jeden Tag kommt. Also das ist ja ein Scala-Acker-Projekt und das ist deswegen wahrscheinlich sehr unbekannt. Nee, das ist ein, ich habe nur zufälligerweise diese Implementierung genommen, das ist ein To-Do-Backend-Projekt. Und das ist ein Projekt, wo man das Backend mal in jeder Sprache hinschreiben kann. Also ihr seht, es gibt hier viele. Und wahrscheinlich so viele werden davon nicht benutzt. Oder sie machen irgendeine Magic, dass es in der Session steht, aber wie soll das überhaupt gehen? Ja, ein IP-Adressen basiert könnte es natürlich sein. Das könnten sie machen, ja. Ja, wie auch immer. Wir implementen das einfach hier. Okay, was haben wir denn noch? Mal den Gatling in den Chat und dann können wir schauen, was wir sehen, wenn wir den aufrufen. Ja. Hier. Guck mal rein. Dann haben wir einen Chat-Client gebaut gerade mit über To-Dos. Wie schaut's aus? Also ich sehe so aus, sieht man. Sieht man, alles klar. Ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwie periodisch abgeräumt. Oder es wird gar nicht abgeräumt und es macht einfach keine. Who knows?
Eine Typsache haben wir in Elm noch nicht gemacht. Und zwar mit den Typparametern kann man noch ein bisschen mehr machen, nicht viel mehr. Also keine impliziten Typklassen oder so, aber ein ganz bisschen mehr. Und das sind, wie nennen sie, ich habe vergessen, wie die sie nennen, irgendwie irgendwas mit Records. Also was wir machen können, und da vielleicht einmal kurz als Prelude, warum man das braucht. Wir haben das bisher jetzt irgendwie ein super flaches Modell gehabt und das ist ziemlich praktisch. Aber irgendwann will man vielleicht das Modell splitten in mehrere Teile. Also wir können jetzt sagen, okay, wir wollen das Create-Stuff, das wollen wir alles mal hier irgendwie in anderen, woanders reinpacken. Und dann sagen wir, okay, Tab-Alias, das ist alles ein Create und da ist jetzt ein Title-String drin und dann noch 20 andere Felder, die wir jetzt natürlich nicht haben, aber man stellt sich vor. Und dann so ein Modell ist hier so ein Create. Und wenn ihr so Sachen macht, dann ist das super unpraktisch, weil wir dann auch nested updaten müssen überall. Ja, also dann geht das nicht mehr so einfach, sondern müssten wir hier sagen, naja, das hat jetzt ein Create und das ist ja wieder nested. Also müssen wir irgendwie sagen, model.create mit irgendwie title ist gleich so. Und das geht aber gar nicht, weil wir können hier im Record-Update-Syntax keinen Punkt drinstehen haben, sondern wirklich nur einen Variablenname. Das heißt, wir müssen erstmal ein Left-Binding schreiben, let-create ist gleich model.create und so weiter und so fort. Also das ist, nested Models zu haben, macht keinen Spaß. Überhaupt nicht. Und es gibt aber ein ziemlich cooles Pattern, mit dem man alles, was man von einem nested Model haben will, nämlich dass man ein einzelnes Create hat mit 10 Feldern und ein eigenes To-Dos hat, trotzdem erreichen kann. Und das ist das, was die Typparameter noch unterstützen. Und zwar machen wir das Ganze einfach mal nicht nested, sondern machen einfach nur einen Kommentar dazwischen. So, einfach nur hier, dann weiß man wie, okay, der Part ist To-Do, der Part ist Create und das Ding heißt einfach Title-String wieder. Und das gibt's nicht mehr. Beziehungsweise das gibt es immer noch, weil wir das ja eigentlich haben wollen. Und was wir machen können, ist, wir können hier einen Typparameter einführen, R für Record und Extensible Records heißen sie jetzt. Und dann sagen wir, das ist ein Record, von dem wir wissen, okay, er hat einen Title String. Aber prinzipiell ist es parametrisch, was hier drin steht. Ja, und dann können wir jetzt eine Funktion schreiben, die so ein Create R nimmt, zum Beispiel Render, das ist das Create-Ding hier, das ist sowieso unübersichtlich, das wollen wir mal einzeln rendern, ja, bauen wir eine View Create und das nimmt jetzt einfach ein Create R und gibt uns eine HTML-Message wieder zurück und ja, hier drüber Create, mal so schreiben, wissen wir einfach nur, das hat einen Title. Ja, weil das im Typ steht. Und das können wir also genauso rendern, wie wir das hatten. Plus View Create. Was hier reinkommt, sage ich gleich. Und hier steht einfach nur Create.title. Und haben wir irgendwas kaputt gemacht oder warum geht's? Es ist ein Namenskonflikt quasi bei dem Create. Ah, danke, das ist richtig. Dann sagen wir doch mal Create to do. Und das geht nicht mehr, das machen wir gleich. Create to do. So, dann funktioniert das wieder. Das mag aber noch nicht formatieren, weil das noch kaputt ist. Und hier müssen wir jetzt diesen Extensible Record reinstecken und naja, das muss irgendwie ein Record sein, der diese Felder hat, also in dem Fall einfach das Model, weil das hat ja genau das, was wir brauchen. Und jetzt habt ihr quasi erreicht, dass ihr eure Daten nicht ändern müsst, das Ding nicht verschachteln müsst, aber die Signatur von dem ViewCreate erlaubt nicht, dass wir auf die To-Dos zugreifen. Und deshalb, wenn irgendwas mit den To-Dos nicht passt, dann
kennen wir natürlich die richtige Stelle, wo der Fehler liegt, weil hier wird nur das, werden nur die anderen Felder angepasst und nicht die To-Dos angefasst, nicht die To-Dos selbst. Also das ist ein praktisches Pattern. Hier müssen wir noch ein paar Sachen updaten. Title ist Title. Genau, das ist auch nicht nested. Okay, und läuft wieder. Okay, noch irgendwas. Jetzt ist es schon 21:45. Ich glaube, ich bin mit so den wichtigsten Sachen von Elm auf jeden Fall durch. Ist irgendwas, über das wir unbedingt diskutieren wollen? Also du hast deinen Durchlauf sozusagen. Wollten wir eigentlich noch Zusatzsessions dann machen? Die nächste Zeit irgendwie? Wie war denn das jetzt geplant? Also ich kann natürlich noch eine Session über Elm, über was anderes in Elm halten, wenn Interesse besteht. Dann aber vielleicht auf irgendwie Themen, die spezifisch interessant sind. Als allgemeine Bemerkung, man hat ja vor 30 Jahren Objektorientierung erfunden, um solche GUI-Anwendungen zu machen. Das ist ja so message-basierte GUI-Anwendung eigentlich hier. Und dann hat man sich da allen möglichen Quark und Käse überlegt. Und dieser Typ hat da einfach gesagt, komm, wir nehmen dieses ganz schlichte ML und machen das mit diesem ganz schlichten Typsystem, wobei es das mit den Records so ein klein wenig ein Zusatz ist. Und es funktioniert deswegen, weil dein Arbeitsblatt hier, wo das Programm drin steht, von der IDE gesamt gecheckt wird und wenn du da was anpassen musst, editierst du einfach schnell das durch und nachher ist es wieder statisch typisiert. Und dann kann man sich den ganzen Quark und Käse, den man da früher sich ausgedacht hat, sparen. Das ist eigentlich sehr schön. Ja. Ja, ich denke, bei Web-Anwendungen gibt es auch noch einen anderen Aspekt, und zwar, dass du eigentlich praktisch allen echten Zustand irgendwie im Backend haben willst. Also der echte Zustand, also dass der Zustand, der irgendwie persistiert ist, also der wirklich wichtig ist, der ist halt irgendwie nicht in der Anwendung selbst drin oder halt nicht in dem Teil, der halt in Elm geschrieben ist, dann bietet sich halt irgendwie sowas Funktionales ja doch mehr an, als wenn du irgendwie sehr viel Zustand in einem Programm, also in Desktop-Editor von irgendwas drin hast, oder? Aber Zustand willst du doch eigentlich auch nicht in dem Backend drin haben, zumindest nicht im Programm selber, sondern eher in der Datenbank und deine API will auch wieder zustandslos sein. Das ist richtig, ja, okay. Ich meinte quasi auf der Backend-Seite dieser Barriere zwischen Frontend und Backend. Also ich glaube, man kann auch viele Backends eigentlich sehr gut funktional schreiben. Das stimmt, ja. Das habe ich jetzt mal unterschlagen, aber ja, ist richtig. Aber du hast natürlich so insgesamt recht. Es eignet sich wirklich besonders gut eine funktionale Sprache für User Interface, einfach weil das ganze User Interaktionsschema im Endeffekt funktional ist. Du willst irgendwie Button drücken und dann passiert ein Event und das ist ein supernatürlicher Weg, um das auszudrücken. Naja, aber die haben halt damals in den 80er Jahren, als OO erfunden wurde, haben die gesagt, nee, also hier ist ein impliziter State und in dem poke ich rum, wenn da jemand einen Button drückt oder irgendwas rumschiebt oder so, und haben dann ein ganz anderes Modell gehabt. Und das ist ja ein bisschen so ein soziales Konstrukt auch. Wenn dann also sehr viele smarte Leute so denken, dann sieht das so aus, als wäre das richtig. Und dann hat es eben 30 Jahre gedauert oder 40 Jahre, bis man gemerkt hat, ja, das ist funktional. Und da fliegen eben irgendwelche Messages rum und das sind dann Updates auf so einem Modell und so weiter hier. Also nach all den Jahren haben wir gewonnen. Ihr seid natürlich meine absolute funktionale Bubble hier. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das meinen Kollegen zeige, dann brauchen die eine Weile, um das zu verstehen. Wie funktional würde ich das jetzt denn wirklich hinbekommen, wenn ich die To-Do-App ein bisschen, ich sag mal, professioneller gestalten möchte? Also wenn ich das Plus klicke, dass ich dann nicht sofort... wenn ich das Plus klicke, was passiert da? Dann wird ja ein Post-Request gesendet, dann wird erstmal wieder gegettet und dann wird das Ding neu
gesendet, aber eigentlich möchte ich doch so etwas haben, ich drücke das Plus und dann ist der Plus-Button erstmal deaktiviert, dann ist irgendwie so ein nerviger Spinner, der so lange rumspinnt, bis der Post-Request vom Server bestätigt wurde und erst dann geht es weiter mit der App. Wie kann ich denn so ein und das Eingedöns in die Kommandos faktisch mit verweben? Ja, also zwei Dinge. Erstens, das hängt natürlich total von dem Modell ab. Ich kann mir auch eine To-Do-App vorstellen, wo man nicht erst wartet, bis alte To-Do da ist, wo man die nacheinander abfeuern kann. Aber du hast recht, es soll natürlich nicht zwischendrin verschwinden oder so. Und du musst eigentlich einfach nur ein bisschen feingranularer deine Messages und dein Modell bauen. Also zum Beispiel, wie sollte das Modell eigentlich sein? Ja, wir geben irgendwas ein, okay, das passt. Dann drücken wir den Plus-Button. Was passiert ist, wir updaten das Modell, sodass schon mal was da ist, was so aussieht wie ein To-Do oder in dem Fall sogar ein To-Do ist. Mit dem To-Do eigentlich gehört hier noch eine URL rein, wo das To-Do liegt, dass man es auch löschen kann. Und da muss man dann halt wieder unterscheiden, okay, das ist dann ein To-Do, ist also entweder irgendwie ein To-Do, was man noch ersetzt wird, wo man noch was reinkommt, oder es ist ein fertiges To-Do mit einer URL. Und dann hat man halt dann wieder ein Union-Type und man kriegt eigentlich nur mehr Case-Distinctions rein. Ja, und dann kommt irgendwann die Nachricht wieder rein und dann sagst du halt nicht any, sondern sagst du halt, okay, so ein sinnvolles Backend gibt dir einen HTTP-Status-Code entsprechend, außerdem eine URL oder eine ID zu deinem generierten To-Do. Und dann baust du in deiner Anwendung, wenn das wieder zurückkommt, das richtige To-Do wieder um. Das heißt, du brauchst natürlich einen Weg, um irgendwie zu identifizieren, welches To-Do war das jetzt. Das heißt, du gibst in dem, was du dem HTTP-GET übergibst, gibst du hier eine ID mit. Dann weißt du schon mal, okay, das wird diese ID sein, wenn das wieder zurückkommt, weil hier kannst du ja schon mal was reinschreiben, also partiell anwenden. Im Prinzip funktioniert es genauso. Du musst nur viel mehr Fälle betrachten und es wird halt größer, es wird halt mehr Code, ja. Aber die Komplexität ist auch höher. Also kannst du nochmal an die Stelle gehen, wo du den Post-Request abgesendet hast? Ja. Hier ist es schon. Genau, der ist ja in dem Command-Teil. Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist mit diesem ganzen JavaScript async und promises. Also was ich jetzt gerne hätte, ich feuere den Post ab. Direkt, wenn der Post abgefeuert ist, möchte ich erstmal irgendwie so ein schönes Loading oder Spinning auf der Webseite anzeigen und dann sage ich erstmal, ich bin fertig. Und irgendwann wird der Post auch mal fertig sein und der Server hat den bestätigt. Und dann soll der Spinner wieder weggehen. Alles klar, dann nimmst du hier dein Model, brauchst natürlich ein weiteres Feld. Machen wir das einfach mal kurz. Also nicht mit dem Spinner, weil ich weiß jetzt nicht aus dem FF, wie man hier einen schönen Spinner reinkriegt, aber zumindest mal, okay, Waiting ist ein Bool. Und genau, und Waiting ist erstmal bei Default False natürlich. Nein, ist bei Default True, weil wir erstmal noch laden müssen. Und die Reihenfolge ist falsch, weil ich es irgendwo hingepackt habe. Und dann wollen wir das irgendwie anzeigen. Das heißt, wir fügen, machen es jetzt maximal doof, ja. Wir sagen hier einfach irgendwie ein Text. Okay, wir machen sogar einfach hier ein String draus. Das ist irgendwie das Einfachste. So. Und Text model.waiting, ja, also das irgendwas, was hier den Waiting State ist und das ist aber nicht leer, sondern bei Anwendungsstart ist das erstmal an. Sekunde. Hier Loading, Punkt. Dann Load to Do's. Hat der irgendwann diese Loaded to Do's, wenn wir fertig sind? Das heißt, wir gehen hier in das Update, sagen, okay, to Do's sind loaded. Wir sagen, Waiting ist leer. Dann funktioniert schon mal die, du siehst, das funktioniert schon mal. Dann haben wir den Post-Request, den wir absetzen. Das erzeugt nur das Command, was in dem Fall rausgeschickt wird. Das heißt, hier können wir gleich sagen, okay, Waiting ist Loading. Außerdem müssen wir noch den Button enablen, aber jetzt können wir zumindest schon mal hier irgendwie New to do. Ja, das waited, du hast es gesehen. War ein bisschen kurz, aber es war da.
Und die Frage ist, kann ich dieses Waiting erst setzen, nachdem der Post rausgeschickt wurde, aber während wir halt noch auf den Server warten oder während das Ganze noch im Netzwerk unterwegs ist, geht das oder? Also die Signatur hier ist Model Command. Das heißt, du sagst, das ist das neue Modell, das ist das Command, was jetzt rausgeschickt wird. Und dann sagst du in dem Fall, ab jetzt sind wir loading, weil ja jetzt das Command rausgeht. Und irgendwann kommt das Command wieder zurück und dann sind wir nicht mehr loading. Oder habe ich die Frage nicht ganz verstanden? Er wollte den Post-Request zerlegt wissen, aber ich glaube, das liegt einfach an der Basislibrary des HTTP, was man da machen darf, wie man da zwischenrein funken darf. Ja, genau, weil das relevante Ding ist hier das Expect und das ist natürlich hier nicht schön definiert, aber also du hast irgendwie, wenn das Ding wieder zurückkommt, dann geht eine Nachricht raus. Und das sind dann zwei Punkte, die du an der Stelle hast. Wenn du natürlich jetzt sowas mit Streaming-Daten machen willst und willst zwischendrin Fortschrittsanzeige, wie viel Prozent der Daten schon reingestreamt sind, dann geht das nicht mehr über die API. Du brauchst eine andere. Okay. Wolltest du eine API mit Subscriptions wahrscheinlich, die jedes Mal, wenn irgendwie eine relevante Anzahl von Bytes wieder da sind, dann eine Message rausschickt und dann sagt, okay, jetzt updaten wir das Ding mal um eins mehr. Also ich habe jetzt hier in dem, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt hier viel Komplexität rausgenommen aus der Anwendung, die wir gebaut haben. Wir haben die wirklich maximal simpel gebaut. Und der Code wird viel länger und wir brauchen mehr Module. Also das ganze To-Do-Ding würde ich in ein eigenes Modul auslagern. Mit auch, dass die Felder von dem To-Do hier nicht sichtbar sind, sondern mit einem Opaque-Type. Das heißt, To-Do ist alles voll zugreifbar. Ja, aber dann mache ich einen Type... ich mache das kurz so rum. Also To-Do wird zu To-Do-Item. Das ist das innere Ding. Und dann habe ich hier ein Type To-Do ist gleich To-Do To-Do-Item. Und hier exportiere ich nicht den Konstruktor, damit habe ich einen opaque Type To-Do. Keiner kann von außerhalb To-Dos anlegen, das kann nur noch ich. Ich gebe irgendeine Funktion raus. Create, also create To-Do. Stell dir das in einem eigenen Package vor. Oder einfach mal create und create nimmt ein String und gibt uns irgendwie ein To-Do zurück und die wird auch exportiert. Da ist ja das alte ML-Problem, ich kann ja trotzdem das vergleichen. Ich habe so eine eingebaute Gleichheit, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Danke, dass du mich auf Gleichheit bringst. Es gibt Typklassen, implizite. Ich habe sie nur versteckt. Und es gibt aber auch nur, also man kann sie nicht selber schreiben, sondern es gibt wieder nur welche, die halt das System für einen bereitstellt und das ist unter anderem die EQ. Wenn du also EQ sagst, dann oder vielleicht nicht hier. EQ ist vordefiniert. Gut, beschwert er sich hier trotzdem nicht. Und wird automatisch erzeugt für Tupels und ich glaube Records und damit sind sie comparable. Und es gibt also ein paar Typvariablen, die sehen super komisch aus, weil die auf einmal viel länger sind als alles, was man selber hinschreibt. So comparable ist das nächste, also für kleiner. Und genau, die sind einfach vordefiniert. Sind die irgendwo in Basics? Gucken wir doch mal, wie das definiert ist. Infix equals, 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 equals. Okay, das ist natürlich equals AA bool. Aber es gibt auf jeden Fall, hier seht ihr es zum Beispiel, das hier ist ein besonderes, eine besondere Typvariable, halt, dass man hier nur Typen reinstecken kann, die auch comparable sind. Und das nicht jedes Mal. Also gleich geht immer nur kleiner und so, nicht quasi. Für kleiner braucht man das comparable. Ja, genau, das comparable ist halt. Sonst müsstest du hier jedes Mal die Compare-Funktion mitgeben. Und was Makarios eben angesprochen hat, dieses Implizite, was da geleakt wird, das sind genau diese impliziten Typklassen. Deshalb geht die. Aber ich kann ja, wenn ich die umdefiniere für meinen Typ, kann ich das ja dann doch verstecken. Also das Problem bei Standard-ML war ja immer, man konnte das nicht verhindern. Und indem ich in meinem Modul halt diese generischen Operationen dann anders definiere, kann ich die Abstraktion aufrechterhalten. Aber nicht für gleich zumindest, oder? Nee, kannst du eben nicht, weil das
Max hier definiert ist und das nimmt nur ein Comparable. Kann ich denn, wenn du jetzt dein To-Do da, den abstrakten Typ machst, kann ich dann in dem Modul nicht sagen, wie dieses EQ und das Compare definiert werden soll? Nein. Das macht es automatisch eben für vordefinierte Typen und Sachen, die du aus diesen vordefinierten Typen aufbaust. Also kann ich gar keine eigene Gleichheit definieren. Wenn ich jetzt also ein To-Do-Item habe mit einem Namen und sagen wir mal mit einem ID, das ist irgendeine Unique-ID und dann halt so Kommentarfelder und ich will es nur aufgrund der ID vergleichen, dann kann ich das nicht definieren in der Sprache. Also du kannst natürlich schon eine Equals-Funktion selber basteln. Ja, aber dass ich mit dem normalen Gleichheits, also das dann, war das nicht so toll. Also er hat sozusagen die fest verdrahtete Gleichheit und eine Ordnung vorgegeben, aber der Programmierer kann in einem Modul nicht selber Instanzen davon anlegen. Ja, das ist eigentlich nur... Ich wollte nur sagen, es sieht ein bisschen danach aus, als wollte er quasi das dann vielleicht irgendwann schrittweise erweitern, quasi zu einer Sprache, die irgendwie so mächtig ist wie ML, Haskell oder was auch immer. Naja, also bevor Typklassen erfunden wurden, gab es ja schon diese Gleichheitstypen. Und als dann Haskell kam, 1998 war das dann eigentlich auf dem Tisch. Und dann haben die ML-Leute gesagt, naja, was ihr macht, ist halt diese Verallgemeinerung von, also dieses EQ und das Comparable. Und er hat es halt in Retrospekt, hat er so ein, aus der Typklassensicht oder, naja, also es ist gehupft wie gesprungen, es sind ja nur diese fest verdrahteten, qualifizierten Typen gewissermaßen. Also, und jetzt könnte man dann ein komplexeres System machen, aber dann würde man in Richtung echte Typklassen gehen. Genau, und die Begründung ist an der Stelle einfach nur, er möchte, dass solche, so ein paar Sachen, die eigentlich nicht gehen, einen schönen Syntax haben und trotzdem funktionieren. Und dafür ist das da. Und wenn du eine eigene Equal-Funktion brauchst, dann kannst du da nicht das schöne ist gleich nehmen, sondern da musst du jedes Mal die Equals-Funktion übergeben. Das wird deutlich. Also wenn ich komplexe Strukturen habe und ich möchte dann, also sagen wir, ich habe einen Rekord und da drin sind meine abstrakten Typen oder Listen davon. Und dann muss ich halt da durchkaspern, wenn ich das Vergleichen haben will. Und wenn ich wirklich Typklasseninstanzen anlegen könnte, dann würde das halt einmal generisch da stehen und auch gekaspert. Genau, du könntest auch eigentlich das ganze JSON-Parsing über implizite Typklassen-Derivationen bauen, aber das geht halt nicht in der Sprache, sondern die Sprache ist so gehalten, dass man diese Sachen explizit hinschreiben muss. Das ist manchmal nervig, zum Beispiel, wenn man Dictionaries mit komplexeren Sachen hat. Genau, es stimmt nämlich gar nicht. Records implementieren das, glaube ich, nicht. Da müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, das ist so einer der Punkte. Tuples tun das, aber Records nicht. Und dann musst du schon bei Dictionaries, wo irgendwie Records drin stehen, jedes Mal brauchst du halt deine Comparable-Funktion, weil es interne AB-Trees sind. Und dann wird das immer ein bisschen verboser. Also es ist eine Verletzung der Datenabstraktion. Aber er hat das dann so gelassen. Also das, was vor 10 Minuten ich gefragt habe, also es ist nicht wesentlich verbessert als im alten ML, dieser Aspekt. Ja. Und ich meine, das ist halt die Philosophie der Sprache. Sie ist so einfach wie möglich und Typklassen wären manchmal echt schön, aber andererseits ist es manchmal auch echt schön, dass Leute keine eigenen Typklassen definieren können. Also in voller Allgemeinheit stimme ich dem auch zu. Es ist aber gerade so bei diesen Vergleichen, bei der mathematischen Gleichheit und sagen wir mal bei einer kanonischen Anordnung, die man für Datenstrukturen braucht, das ist eigentlich nur so eine erweiterte Gleichheit. Und da haben wir ja in vielen Sprachen irgendwelche Fehlstellen. Hier in ML ist es halt so, das ist eine rein strukturelle Operation. Und in anderen Sprachen, zum Beispiel Java oder Scala dann eben auch, hast du diesen blöden Pointer-Vergleich, wo man also in Implementierungsdetails liegt, gewissermaßen. Und da hat der Oderski mal vor 10 Jahren einen langen Vortrag gehalten oder der einer seiner Adjutanten da, einer seiner, der dann ausgestiegen ist. Nee, das war 2013, wo er schon ausgestiegen war, der Paul Phillips, glaube ich, aus der Scala-Community und hat dann im Rückblick, was ist alles da schiefgelaufen? Also was hat ihn alles in den 5 Jahren total genervt? Und dann hat er sehr darüber geschimpft, dass auf der JVM halt so ein Objektvergleich drin ist, der alles zerstört, weil du so einen physikalischen EQ machen darfst. Ja.
Also es ist eine Abstraktionsverletzung. Und hier haben wir ein bisschen in einer anderen Richtung eine Abstraktionsverletzung. Was wäre besser? Die Abstraktionsverletzung ist aber, glaube ich, deshalb, weil du quasi diesen Pointer-Vergleich in imperativen Sprachen eigentlich immer, also der hat quasi immer eine bestimmte Bedeutung, weil es ja auch quasi wichtig ist, wenn du eine Veränderung machst, also wenn du eben mutatest, welches Objekt du dann änderst, und das hängt ja gerade davon ab, ob quasi die Pointer unterschiedlich sind oder nicht. Also wenn du zwei in der Hand hast. Man handelt sich so ein Package-Deal an. Man hat halt in den 70er, 80er Jahren gesagt, wir machen das so, und über Jahrzehnte hat man einfach dieses Konstrukt aufrechterhalten. Und einige Puristen haben halt dann mal ein paar Jahre später gesagt, wir machen das anders. Und dann sind halt diese ML- und Haskell-Communities entstanden, und die haben sich dann halt zu sehr verrannt in irgendwelche unzugänglichen monadischen Blödsinn oder so. Aber eigentlich ist es heute durchaus verstanden, dass man also, wie man mit der Gleichheit umgeht. Also in den Scala-Talks von Odersky und seinen Kollegen, über das in den, vor 10 Jahren haben die da ein bisschen versucht, öffentlich zu machen. Also man hat eigentlich das auf dem Tisch liegen, wie man das designen müsste. Und da gehört eben dazu, dass man mathematische Konzepte, also nicht diese Implementierung, nicht das Speicherlayout, nicht die Speicheridentität hat, sondern die mathematische Identität. Und wenn man die aktuellen Java-Sachen anschaut, die letzten 5 Jahre, arbeiten die definitiv in diese Richtung, dass die so wertorientiert werden. Ich habe ja jetzt wieder die neuen Java-Updates. Ich habe vorgestern oder was die letzten 5 Java-Versionen alle Release-Notes durchgelesen. Und Java mutiert immer mehr zu einer funktionalen Sprache, zu einer puren funktionalen Sprache. Also pur bestimmt. Das ist nicht nur Java. Es geht schon alles in die Richtung irgendwie. Also selbst C++. Mutationen sind sehr teuer. Die sind konzeptionell teuer und die sind auch physikalisch teuer. Aber Java bleibt weiterhin backwards compatible? Immer. Gehe ich mal von aus. Die machen das halt langsam. Also ich habe ja jetzt, also da brauchst du 5 Versionen, bis die mal wirklich was rausschmeißen. Aber wenn du dir den Trend anschaust, was die da gemacht haben die letzten Jahre, das geht definitiv in so eine funktionale Richtung. Okay. Ja, was ja auch relativ. Alles klar. Was ja auch als Sprache total in die Richtung geht, ist Rust. Und das ist quasi ja schon fast funktional. Also ich glaube, man könnte es wahrscheinlich irgendwie transformieren in eine funktionale Sprache oder so, was man in Rust schreibt. Das habe ich jetzt schon sehr oft gehört, dass Leute halt funktionale Sachen in Rust schreiben können. Aber mal im Ernst, hat das mal jemand gebenchmarkt? Denn wenn ich verstehe, was Rust macht, Rust übersetzt halt das, was man schreibt, wörtlich in halt Maschinencode, mehr oder weniger, plus ein bisschen optimieren. Und wenn ich da jetzt irgendwie die ganze Zeit Higher-Order-Function-Rekursion und alles mache, dann ist das sehr, sehr ineffizient. Während Haskell halt wirklich das Ganze erstmal komplett umschreibt, intern umkompiliert in eine imperative Sprache, die unsere CPUs halt deutlich besser ausführen können. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt geht. Geht es da unbedingt um Rekursion, oder ist es eher so, dass man halt die Typklassenkonzepte von Rust extensiv nutzt? Also ich habe jetzt Rust genannt, weil Rust halt bestimmte Eigenschaften von funktionalen Sprachen einfach quasi auch hat, nämlich halt so eine gewisse Seiteneffektfreiheit quasi. Also dass alles, was man an Seiteneffekten irgendwo hat, dann auch quasi deklariert werden muss und man quasi immer überall sehen kann, was irgendwas tut und worauf irgendwas Zugriff hat und so. Also im Prinzip der